Und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem dritten W-Forum im Jahr 2018, das wie alle unsere W-Foren zeitversetzt im Hausfernsehen unseres Parlaments und auf der Internetseite des Deutschen Bundestages übertragen wird. Herr Professor Schöler, der Leiter der Abteilung Wissenschaft und Außenbeziehung, der gewöhnlich an dieser Stelle sitzt, ist leider wegen einer auswärtigen Terminverpflichtung verhindert. Das ist schade, weil ihn das Thema ganz besonders interessiert. Er hat mich gebeten, ihn zu vertreten, und das ist schön für mich, weil ich auch sportlich ziemlich interessiert bin. Mein Name ist Joachim Rickes und ich leite hier im Haus die Unterabteilung Internationale Beziehungen. Ich möchte zwei Abgeordnete, die unter uns sind, ganz herzlich begrüßen, Herrn Auerhammer und Herrn Ginger. Herr Ginger, Sie haben vor Jahren in diesem Forum selbst schon mal einen Vortrag gehalten. Daran erinnern wir uns gerne und ich erinnere mich auch immer noch gerne, als Sie Weltmeister geworden sind. Das habe ich im Fernsehen verfolgen können. Ja, meine Damen und Herren, wir wollen uns heute mit einem Thema auseinandersetzen, das Sportfans in aller Welt, aber auch die Öffentlichkeit und die Politik immer wieder beschäftigt, weil es Höchstleistungen gerade bei internationalen Sportveranstaltungen doch in ein fragwürdiges Licht rückt: Doping. Und hier reicht die Spannweite von individuellen Verstößen bis zu staatlich aufwendig organisierten Betrugssystemen, für die sich der Begriff des Staatsdopings eingebürgert hat. Und es versteht sich von selbst, dass die letztgenannte Form besonders schwer nachzuweisen ist. Dennoch ist der Einsatz für Fairness und Chancengleichheit im Leistungssport nicht von vornherein chancenlos. Dass es durchaus möglich ist, Dopingtätern und Dopingsystemen auf die Spur zu kommen, dafür steht unser heutiger Gast. Meine Damen und Herren, ich stelle Ihnen unseren Gast kurz vor, Hans-Joachim Seppelt. Er studierte von 1982 bis 1988 Sportwissenschaften, Sozialkunde, Französisch und Publizistik an der Freien Universität Berlin. Er war schon zuvor freiberuflich als Sportreporter tätig. Ab 1991 arbeitete er dann als festangestellter Journalist der Sportredaktion des Senders Freies Berlin und ab 2003 dann bei der Nachfolgeanstalt Rundfunk Berlin-Brandenburg. Herr Seppelt spezialisierte sich auf den Schwimmsport und berichtete für die ARD live von vielen Großveranstaltungen wie Olympischen Spielen oder Welt- und Europameisterschaften. Allerdings begann ihn die unkritische mediale Sicht auf den Sport immer mehr zu irritieren. Er fing an, sich mit sportpolitischen Themen zu beschäftigen und die dunklen Seiten der Sportwelt zu hinterfragen, insbesondere die Dopingproblematik. Ein erstes Ergebnis seiner Arbeit war die 1997 gedrehte Dokumentation mit dem Titel Staatsgeheimnis Kinderdoping über Doping im DDR-Schwimmsport. Und ich glaube, man kann sagen, Herr Seppelt, das Thema Doping im Sport hat Sie seitdem nicht mehr losgelassen. 2006 berichteten Sie ausführlich über den Dopingfall Fuentes bzw. Jan Ullrich im Namen der Tour de France. Wir alle erinnern uns. Dabei rückte er, Herr Seppelt, auch die Rolle von Fernsehsendern, die solche manipulierten Wettkämpfe übertragen, nahm er kritisch in den Blick. Herr Seppelt konzentrierte sich in den folgenden Jahren auf Großereignisse im Weltsport, wie die Olympischen Spiele in Peking im Sommer 2008, die Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2009 in Berlin und die Olympischen Winterspiele in Vancouver 2010. Und es lohnt sich, die Titel seiner TV-Dokumentationen einfach noch mal Revue passieren zu lassen. Olympia im Reich der Mitte, Doping in China. Mittell. Der Mittell. Ein Journalist merkt das sofort. Vielen Dank. Achten Sie darauf, ob ich die weiteren Sachen richtig zitiere. Der Mittel, das ist nämlich, ich sage es gerne nochmal, Olympia im Reich der Mittel, Doping in China. Geheimsache Doping, die Doping-Drahtzieher der Leichtathletik und Geheimsache Doping bezogen auf die Winterspiele in Vancouver, eiskalter Betrug. Hervorzuheben ist aber ebenfalls die eindringlichen Dokumentationen Einblicke in eine unbekannte Welt, Sport in Nordkorea, sowie kein Wunder, Kenia bangt um den Läufermythos.
aus den Jahren 2011 und 12. Aber auch mit der Rolle der großen internationalen Sportverbände wie ihrer Spitzenfunktionäre setzte sich Herr Seppelt kritisch auseinander. Zu seiner bislang spektakulärsten Enthüllung wurde 2014 der in der ARD ausgestrahlte Bericht Geheimsache Doping, wie Russland seine Sieger macht. Daraufhin wurden durch die Weltdopingagentur WADA weitreichende Konsequenzen gezogen und zahlreiche russische Leichtathleten von den Sommerspielen in Rio de Janeiro 2016 ausgeschlossen. Allerdings gab es keine generelle Sperre für russische Sportler, was aus Sicht unseres Gastes angesichts der Beweislage die zwingende Konsequenz gewesen wäre. Herr Seppelt, der sich durchaus als Einzelkämpfer sieht, erntet mit seinen Methoden als investigativer Journalist nicht nur Zuspruch. Andererseits dürfte es ohne Kontakt zu Whistleblowern, ohne die von ihm betriebenen Plattformen Sportsleaks und Dopingleaks kaum möglich sein, gerade staatlich betriebene Dopingsysteme aufzudecken. Es liegt auf der Hand, dass solche Enthüllungen nicht allen gefallen. In der Wochenzeitung Die Zeit beschrieben Sie, Herr Seppelt, im Mai dieses Jahres die Gründe wie folgend. Ich zitiere aus Ihrem Interview: Wir tangieren stets die Interessen von Lobbyisten aus dem Sportbusiness. Die geben zwar oft vor, gegen Doping zu sein. Mein Eindruck bei vielen ist aber, sie wollen nicht Doping verhindern, sondern Dopingdebatten. Die mindern nämlich den Wert von Sportveranstaltungen. Doping selbst, solange es nicht entdeckt wird, nützt sogar mehr, als dass es schadet, denn es ermöglicht Rekorde und erhöht den Marktwert von Wettkämpfen. Soweit dieses Zitat. Welche persönlichen Auswirkungen der Kampf gegen Dopingsysteme haben kann, zeigte sich bereits in Rio de Janeiro, wo Herr Seppelt Personenschutz benötigte, aber mehr noch vor der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Hier erhielt er ein Einreiseverbot, das nur auf großen internationalen Druck aufgehoben wurde. Allerdings betonten die russischen Behörden, dass Herr Seppelt sich bei der Einreise einer Befragung zu seinen journalistischen Ermittlungspraktiken stellen müsse. Das muss man sich mal vorstellen. Das wird schon angekündigt vor der Einreise. Und das hätte die Gefahr einer Festnahme mit sich gebracht. Und es ist, glaube ich, nur zu verständlich, dass Herr Seppelt unter diesen Umständen auf den WM-Besuch verzichtete. Herr Seppelt ist heute einer der weltweit profiliertesten Anti-Doping-Spezialisten. Mehrmals wurde er als Sachverständiger zu Anhörungen des Sportausschusses des Deutschen Bundestages eingeladen. Für seinen Kampf gegen Doping und für Chancengleichheit, und das ist das eigentliche Problem, glaube ich, im Sport, erhielt er zahlreiche Auszeichnungen. So wurde er 2007 und 2015 zum Sportjournalisten des Jahres gewählt. 2013 und 2016 erhielt er den Deutschen Fernsehpreis und im gleichen Jahr den Hans-Joachim-Friedrich-Preis der ARD. Und im Juni 2018 verlieh ihm Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für sein herausragendes Engagement gegen Doping den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Sehr geehrter Herr Seppelt, wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Also fangen wir einfach so an. Ich hätte wahrscheinlich vor 30 Jahren nie gedacht, dass ich mit dem Job als Sportjournalist irgendwann mal im Bundestag landen würde und hier was zu erzählen habe. Zumal zum damaligen Zeitpunkt ich auch davon ausging, dass der Beruf des Sportjournalisten ein völlig anderer ist als den ich heute ausübe. Ich hätte nicht im Traum daran gedacht, dass sich Dinge so verändern können, wie sie sich in meinem Leben verändert haben. Ich habe 1985 als Praktikant beim Sender Freies Berlin angefangen. Und ich sage immer bis heute, naja, eigentlich bin ich danach hängen geblieben. Das Praktikum ist bis heute nicht zu Ende. Und wenn man ehrlich ist, man lernt eine ganze Menge in dem Job. Und insofern ist das vielleicht sogar gar nicht so ganz falsch. Ich habe in den ersten Jahren meines Berufslebens tatsächlich wirklich alle Facetten, die man in diesem Beruf eigentlich erlernen kann. Insofern bin ich dem auch sehr dankbar. Handwerklich
erleben, erlernen dürfen, von Beitragsmachen, von Radioreportagen, von Kommentaren, von auch Moderationen, weil ich war ein ganz schlechter Moderator, das muss man sagen, im Fernsehen, aber ich habe halt alles versucht. War Live-Kommentator am Ende bei Olympischen Spielen und auch bei anderen Großereignissen, wie schon gesagt. Also ich bin dem Sport eigentlich, was diesen Bereich betrifft, sehr dankbar, weil ohne diese tatsächlich mannigfaltigen Tätigkeiten im Sportjournalismus, dann hätte mir eine Menge Handwerkszeug gefehlt. Ich konnte also eine Menge lernen. Gleichwohl muss ich sagen, dass der Beruf des Sportjournalisten von mir mit zunehmender Kritik auch an meinem eigenen Tun begleitet worden ist. Wer ins Archiv gucken würde beim SFB oder beim RBB, würde wahrscheinlich über so manche Jugendsünde stolpern, wo ich heute mich, ja, die sagen, ich will jetzt nicht sagen, für schämen würde, aber zumindest sagen würde, meine Fresse, was lernt man denn so alles und was macht man so alles und wie glaubt man am Ende sogar noch ein Produkt verkaufen zu müssen, was ich auch glaubte damals tun zu müssen. Also es war ein langer Prozess auf dem Weg vom klassischen Sportjournalisten zu dem, was ich dann später gemacht habe. Was ich schon sagen kann, ist, dass der Sportjournalismus per se ein Berufsstand ist, den ich damals weit weniger kritisch sah, weil ich wusste es halt nicht besser, den ich aber heute mit einer sehr großen Skepsis und einer großen Distanz begegne, dem ich begegne, weil ich schon das Gefühl habe, dass es ein fundamentales Missverständnis gibt in diesem Berufsstand und bei zwei ganz, ganz vielen, nämlich dem zu glauben, dass man am Ende ein Produkt darzustellen hat, zu verkaufen hat, ein Stück weit eben auch prominent oder populär oder also gut konsumierbar zu verkaufen hat. Und ich mit Abstand zu dem, was ich früher gemacht habe und dem, was ich heute erlebe in diesem Beruf, sagen muss, dass ich schon glaube, dass genau das der fundamentale Fehler in diesem Beruf ist. Ein Sportjournalist hat aus meiner Sicht genau die gleiche Funktion, die jeder andere Journalist hat, der in anderen Bereichen der Gesellschaft unterwegs ist, nämlich einfach das darzustellen, was da ist und das, was die Leute auf den ersten Blick nicht sehen und was wir den Menschen aber aus meiner Sicht darbringen müssen, um ein ganzes Bild zu zeichnen. Also ich nenne das immer so, wir müssen zwei Seiten einer Medaille zeigen und wir zeigen häufig nur eine Seite, nämlich die oberflächliche, und wir zeigen nicht, was dahinter steckt. Und das sage ich in jeder Hinsicht. Das bezieht sich gar nicht auf Doping, das bezieht sich auch überhaupt nicht nur auf die Schattenseiten des Sports, es bezieht sich immer auf ganz, ganz viele Dinge, die am Ende eine sportliche Leistung ermöglichen oder die dazu beitragen, dass Sportveranstaltungen überhaupt stattfinden. Und da habe ich schon das Gefühl, dass es da erhebliche Defizite in diesem Berufsstand gibt und glaube, dass das Sportjournalismus da durchaus noch eine Menge Luft nach oben hat. Und ich auch selber über die Jahre hinweg gesehen habe, wie stark die Interessenkollisionen zwischen denen sind, die Sport veranstalten, oder man kann auch sagen, die Schnittmengen sind, und denen, die über Sport berichten. Man könnte es auch überspitzt formuliert vielleicht so sagen, wir werden von Sportveranstaltern seit Jahrzehnten an der Nase herumgeführt. Denn das, was wir dort sehen, hat mit dem, was wirklich passiert, häufig überhaupt nichts zu tun. Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass öffentlich-rechtliche Sender, aber auch private natürlich, über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, großflächig Sportbetrug im deutschen Fernsehen übertragen haben, ohne es auch nur eine Sekunde zu hinterfragen. Und ich finde, das ist mit dem Auftrag, den der Gebührenzahler an die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten richtet, vor allem nicht vereinbar. Jetzt könnte man sagen, wie kommt denn der Seppel zu diesen verstiegenen Thesen? Da kann ich nur darauf antworten, dass ich doch relativ genauen Einblick in die Strukturen des Sportbusiness über die Jahrzehnte bekommen habe, dass ich vor allem mit unglaublich vielen Informanten, Whistleblowern, Menschen, die sich vor der Kamera nicht äußern wollten, die mir viele Dinge erzählt haben, gesprochen habe. Viele von den Dingen sind ja auch öffentlich geworden. Manche Dinge konnte ich nicht veröffentlichen, weil wir Informanten schützen müssen. Aber dieses hat für mich ein Bild ergeben, das mit der heilen Welt des Sportbusiness überhaupt nichts zu tun hat. Was wir in den letzten Jahren getan haben, also speziell die ARD-Doping-Redaktion, deren Reporter ich bin, ist ein Stück weit zu versuchen,
dieses andere Bild auch zu dokumentieren, zu zeigen, damit Menschen vielleicht dann in die Lage versetzt werden, sich ein umfassenderes Bild von dem zu machen und es neu zu bewerten. Ich glaube schon sagen zu können, dass Berichterstattung in dieser Form dazu beigetragen hat, dass der Zuschauer, der Konsument, der Leser, der Hörer ein anderes Bild von Spitzensport zumindest teilweise bekommen hat. Und ich erlaube mir die kleine Anmerkung hinzu, das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass wahrscheinlich zumindest die Skepsis gegenüber großen Sportorganisationen wie dem IOC, auch der Welt-Anti-Doping-Agentur, muss man inzwischen sagen, aber auch vielen internationalen Fachverbänden deutlich größer geworden ist, was wiederum auch dazu geführt hat, glaube ich, dass die Skepsis größer geworden ist, zu akzeptieren oder sich darüber zu freuen, wenn Olympia mal hier wieder zu Hause sein möchte oder Leute dafür werben, Olympia nach Deutschland zu holen. Ich glaube, da muss so viel an Hausarbeit noch geleistet werden von Seiten internationaler Sportorganisationen, allen voran des IOC, damit auch da wieder eine breite Mehrheit sagt, okay, das akzeptieren wir. Dabei geht es überhaupt nicht nur, wenn ich das noch anmerken darf, um die Frage, ob jetzt beispielsweise in Wintersportregionen Loipen in die Landschaft gepflanzt werden oder Berge rasiert werden, damit dort neue Abfahrtsstrecken entstehen können. Das allein ist es, glaube ich, gar nicht. Es ist, glaube ich, ein fundamentales Misstrauen in die Politik internationaler Sportorganisationen. Und wer sich allein die letzte Woche anschaut, was dort alles passiert ist, fangen wir an von der Wahl eines mutmaßlichen Kriminellen zum Präsidenten des Box-Weltverbandes. Heute kam gerade die Meldung, dass der engste Vertraute, einer der engsten Vertrauten von IOC-Präsident Thomas Bach, seine Ämter im IOC ruhen lassen muss, weil er offensichtlich in der Schweiz massive staatsanwaltschaftliche Ermittlungen denen konfrontiert ist. Wir haben mitbekommen, was in der FIFA passiert. Wir haben die Geschichte in der Süddeutschen und im WDR jetzt vor kurzem gehört über quasi den Ausverkauf des Fußballs an eine Firma, die Gianni Infantino offensichtlich jetzt dann selber beaufsichtigen will als FIFA-Präsident. Wir haben die Football Leagues vor kurzem mitbekommen. Wir haben natürlich auch vorher den Russland-Skandal gesehen, den wir 2014 öffentlich gemacht haben. Es ist ein Bild des Weltsports, das sich dort offenbart, dass es in dieser Form vor 10, 15 Jahren wahrscheinlich im Bewusstsein der Menschen nicht gegeben hat. Ich glaube übrigens nicht, dass der Sport heutzutage schlimmer ist, als das früher war. Ich glaube, der einzige Unterschied ist nur der, dass heute darüber berichtet wird. Und dass vor 10, 15, 20, 30 Jahren dieses alles noch in Hinterzimmer-Deals passiert ist. Auch dafür gibt es ja durchaus inzwischen Belege und Fakten, die auf dem Tisch liegen, die immer wieder auch in die Berichterstattung mit einfließen. Der Unterschied ist der, dass es einfach wenig Journalisten gab, dass es wenig Staatsanwälte gab, dass es wenig auch Polizei gab, die sich mit dieser Thematik beschäftigt haben. Und da sind wir wieder beim Beruf des Sportjournalisten. Es gibt heute einige, die sich mit dieser Thematik intensiv beschäftigen. Das ist eben nicht nur die ARD, sondern das sind halt auch durchaus auch die Kollegen des ZDF, das sind Zeitungen in Deutschland, das ist auch im Ausland inzwischen eine zunehmende Zahl von Menschen, die dazu beigetragen haben, dieses Bild ein wenig zu verändern und zu präzisieren. Jetzt könnte man fragen, naja, warum ist das eigentlich passiert? Und da würde ich vielleicht ein bisschen jetzt mal aus dem, auch wenn ich weiß, dass ich jetzt übers Hausfernsehen übertragen werde, aus dem Nähkästchen plaudern. Vor 10, 15 Jahren, im Internet auch, noch besser, welcome. Aber es ist auch kein Geheimnis, insofern kann ich es auch gerne erzählen. Wir hatten vor 10, 15 Jahren in der ARD, Herr Rickes hat es ja schon angedeutet, massive Diskussionen darüber, wie wir mit Sportberichterstattung umgehen. Klar ist, dass Sportberichterstattung im Fernsehen natürlich eine Entertainment-Funktion hat. Es ist Entertainment, das ist Unterhaltung. Und zwar das Sportereignis an sich ist Unterhaltung. Ein Fußballspiel ist ein Fußballspiel ist ein Fußballspiel. Der Rasen ist grün und das Spiel dauert 90 Minuten und es ist spannend und die Zuschauer haben einen Mehrwert, weil sie nach Minute 90 oder manchmal auch nach 120 Minuten und nach Elfmeterschießen
einfach etwas gesehen haben, was bei Minute Null noch nicht klar war. Insofern ist es ein ganz simpler Mehrwert, der sich ergibt an mehr Informationen. Und das Ganze ist unterhaltsam, weil die Leute schauen gerne zu. Völlig klar und unbenommen. Die Frage ist halt nur, wie wir als Journalisten damit umgehen. Dramatisieren wir das Ereignis? Inszenieren wir es? Versuchen wir es anders darzustellen, noch besser zu verkaufen, als es eigentlich ist? Fangen wir an zu heroisieren? Was ist die Aufgabe von Journalismus dabei? Und da geht es dann schon wieder doch ans Eingemachte. Wie ich finde, dann wird es diskutabel. Denken Sie daran, wie die ARD vor ein paar Jahren Boxen übertragen hat im Ersten. Da konnte man sich manchmal fragen, wer ist eigentlich der Veranstalter, wer ist eigentlich der Übertragende? Die Grenzen schienen mir doch damals sehr fließend zu sein. Das zeigt auch eine Menge über das Selbstverständnis, das manche damals noch so gehabt haben. Das ist glücklicherweise heute alles ein bisschen anders und die Leute sind doch deutlich sensibler geworden. Diese Debatte gab es jedenfalls 10, 15 Jahren auch und sie entzündete sich an der Tour de France. Sie entzündete sich daran, dass immer mehr Leute gesagt haben, kann denn die ARD ernsthaft es gut finden, ein Sportereignis zu übertragen, von dem man mutmaßen muss, und auch damals gab es ja schon massive Indizien dafür, dass es verseucht ist, dass dort sehr viel gedopt wird, dass manipuliert und betrogen wird. Und wir sagen es den Zuschauern noch nicht einmal. Kann es sein, dass die ARD Verträge abschließt mit dem Protagonisten der Tour de France, Exklusivverträge für Interviews, und man aber weiß oder annehmen muss, dass der Erkenntnisgewinn dieser Interviews doch reichlich beschränkt ist? Sollte man dafür Hunderttausende oder gar Millionen von Euros ausgeben? Sollte ein Protagonist oder ein Verantwortlicher in einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt, der das Programm zu verantworten hat, auf der anderen Seite auch noch Buchverträge mit diesen Protagonisten abschließen, damit kommerzielle Abhängigkeiten schaffen? Kann das eigentlich alles sein? Oder man kann genauso fragen, im Jahre 2005, 2006, alle in der freudigen Erwartung des großen Sportereignisses der Fußball-WM 2006, kann es denn sein, dass ein öffentlich-rechtlicher Sender eigentlich nur dazu beiträgt, dieses Ereignis noch höher zu hängen, um die Einschaltquoten zu erhöhen, um es noch attraktiver zu machen, um es als Produkt zu verkaufen? Oder muss es nicht genauso sein, dass wir auch schon damals hätten darauf hinweisen müssen, was in der FIFA los ist? Und das möchte ich betonen, auch schon damals waren die Verdachtsmomente über Korruption in der FIFA allgegenwärtig. Aber es ist im öffentlich-rechtlichen Fernsehen damals, 2006, 2005, ich sag's mal so, wahrnehmbar kaum große Kritik zu spüren gewesen, sondern es war alles, um es mal salopp zu sagen, eine große Soße der Harmonie. Heute wissen wir, was in der FIFA los war. Heute wissen wir eigentlich auch, dass wir schon damals wussten, was da vermutlich los war. Aber wir haben weggeguckt. Dieses führte dazu, dass intern die Verwerfungen immer größer wurden und es auch Leute gab, die gesagt haben, oder ehrlicherweise auch mit mir durchaus an der Spitze gesagt haben, das geht so nicht. Und es gab auch Leute außerhalb der ARD, die gesagt haben, das können wir so nicht machen. Und es wurde ein Sportnetzwerk gegründet, eine alternative Sportjournalistenorganisation, die gesagt hat, das können wir so nicht machen. Und dann wurden Informationen aus diesem Sportnetzwerk öffentlich. Und das führte dann dazu, dass die ARD stinksauer war, vor allem auf mich, weil ich das halt so kritisiert habe. Und man hat dann im Jahre 2006, man muss sich das mal vorstellen, verglichen mit heute, aber so war es damals. Damals ist dann Werner Franke, der ein oder andere wird den Namen kennen, Professor aus Heidelberg, der als einer der Doping-Experten oder Kenner der Szene galt, immer noch gilt, der dazu beitrug, dass DDR-Doping und auch Doping in Westdeutschland in der Leichtathletik vor allem in den 70er, 80er Jahren öffentlich zu machen, der wurde dann von 9 ARD-Intendanten und vom damaligen Sportkoordinator der ARD verklagt, ja, weil er die ARD angegriffen hatte. Und das kann man sich gar nicht mehr vorstellen heute, aber so war das damals. Und dann hat Herr Franke gesagt, naja, da gibt es doch einen in der ARD, der sieht es doch genauso, den nehme ich jetzt mal. Und dann hat er mich quasi zum Kronzeugen der Anklage gegen die ARD gemacht. Das war sehr lustig. Davon habe ich dann durch einen Spiegelartikel erfahren, ich wusste davon gar nichts.
Und das nahm man dann zum Anlass zu sagen, naja, also das geht ja nun nicht, also dass hier quasi Nestbeschmutzung betrieben wird und dann sollte ich nicht mehr Schwimmreporter sein. Das Interessante an der Debatte war, dass dadurch noch mehr an öffentlicher Diskussion ausgelöst worden ist über den Weg des Sportjournalismus in Deutschland und dass sich Kolleginnen und Kollegen von großen Zeitungen, also von Journalistenverbänden und interessanterweise auch ganz viele Politikjournalisten oder aus aktuellen Redaktionen, Investigativredaktionen auf die Seite von uns gestellt haben, während die Sportjournalisten uns eher mit spitzen Fingern angefasst haben. Das hat auch eine Menge über das Selbstverständnis ausgesagt, fand ich damals. Und im Zuge dieser Debatte damals, und das ist quasi eine Dialektik der Geschichte, hat man dann irgendwann gemerkt, das geht ja so nicht weiter, wir müssen was machen. Und dann wurde die Dopingredaktion der ARD gegründet. Das war Anfang 2007. Interessanterweise wurde der Sportkoordinator der ARD damals auch aus dem Job entfernt. Also es war eine ganz merkwürdige Entwicklung. Man warf ihm damals vor, habe Schleichwerbung quasi nicht ordnungsgemäß bekämpft oder hätte auch besser darauf achten müssen. Ich glaube, es lag auch daran, dass er mit seiner Mitarbeit, was die Stasi betraf, nicht sonderlich ehrlich umgegangen war in der Öffentlichkeit. Jedenfalls war der dann irgendwann weg. Und dann fing 2007 diese Dopingredaktion an. Und ich muss im Nachhinein sagen, das war das größte Geschenk, was man uns machen konnte. Denn es gab bis zu dem Zeitpunkt keine Recherchen über Doping, die quasi ergebnisoffen und ohne, dass man unter Druck stand, jeden Tag eine Geschichte raushauen zu müssen, dass die dann auch ordentlich stattfinden können, diese Recherchen, dass man auch Wochen und manchmal Monate lang an Dingen dranbleiben kann und dass man auch mal riskieren muss, dass eine Recherche nichts erbringt, dass nichts mehr rauskommt. All dies wurde durch die Arbeit der ARD-Doping-Redaktion, die einfach separat budgetiert war, möglich. Insofern gehört auch zur Wahrheit zu sagen, dass ich der ARD äußerst dankbar bin, vor allem dem Westdeutschen Rundfunk, dass er im Jahre 2007 diese Dopingredaktion aus der Taufe gehoben hat. Ohne diese Redaktion hätte es all diese Rechercheerfolge, die wir in den Jahren danach dann auch hatten, nie gegeben. Es ist tatsächlich so, dass diese Redaktion weltweit einzigartig ist. Es gibt tatsächlich auf der ganzen Welt keine einzige Redaktion, die sich ausschließlich der Thematik Doping im Spitzensport widmet und die auch ein Budget dafür bekommt. Jetzt kann man sich die Frage stellen, ist es dann richtig, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk für diese Recherchen Geld ausgibt? Ich sage ja, in jedem Fall. Denn wenn wir Sport, und Sie wissen ja, dass da ganz viel Fernsehrechte dran hängen, die millionenschwer sind, wenn wir denken, wie teuer die Rechte für Olympische Spiele sind, wenn wir daran denken, dass das ZDF bis vor kurzem noch 50 Millionen ausgegeben hat, um die Champions-League-Spiele übertragen zu dürfen, dann muss es verdammt nochmal auch möglich sein, einen wirklich Mini-Prozentsatz davon, und um mehr geht es nicht, auch für Recherchen zum Sport und zum Doping, zur Korruption, zu den dunklen Seiten des Sports oder auch meinetwegen zu anderen Hintergründen des Sports zu finanzieren. Und genauso passiert das seit 2007. Es gab auch am Anfang eine Zeit lang eine Redaktion beim ZDF, die das gemacht haben. Wie ich finde, alles sehr verdienstvoll. Wir hatten in der ARD damals den großen Vorteil, dass wir tatsächlich eine eigene Budgetierung hatten, während im ZDF das, glaube ich, eher so war, dass es an aktuelle Sendungen angedockt war. Das hatte den Nachteil, dass man immer, wenn man irgendeine Recherche machen wollte, so ist mir das zugetragen worden, bei denen dann klopfen musste, ob man das dann finanziert bekommt. Und das war bei uns anders und insofern waren wir tatsächlich frei. Ich weiß noch, wie 2007 dann diese Gespräche geführt wurden, ob ich dann quasi dieser Redaktion angehören möchte. Und am Anfang war ich gar nicht so sicher, ob ich das wollte, weil dieselben Leute, die ein halbes Jahr vorher noch gesagt haben, du musst jetzt gehen, fragten plötzlich, ob ich jetzt bei dieser Redaktion mitmachen möchte. Das fand ich schon ein bisschen eigenartig, aber dem war dann halt auch so. Und dann habe ich auch zugesagt, habe aber gleich gesagt, wenn auch nur irgendeiner auf die Idee kommt, uns zu sagen, was wir aus strategischen Gründen machen oder nicht machen, wo wir möglicherweise, weil wir die
Fußballrechte für die Sportschau, für die Bundesliga haben, vielleicht um den Fußball einen kleinen Bogen machen, habe ich gesagt, dann bin ich von heute auf morgen weg und würde mir auch vorbehalten, dieses zum Thema zu machen und wenn es sogar nicht anders geht, auch öffentlich, weil ich finde, wenn wir Korruption im Sport thematisieren und Interessenkonflikte und Hinterzimmergeschäfte oder irgendwelche Deals, können wir nicht selber im eigenen Haus glauben, dass wir ähnliche Dinge machen, indem wir plötzlich Dinge unter den Teppich halten oder nicht öffentlich machen, weil sie unseren eigenen wirtschaftlichen Interessen zuwiderlaufen. Das kann nicht sein. Man muss aber auch anerkennen, dass niemand bei uns mir jemals Vorschriften gemacht hat, was ich zu tun und zu lassen habe. Ich bin völlig frei in der Berichterstattung, meine Kollegen übrigens natürlich auch, und möchte auch, damit hier kein falscher Eindruck entsteht, sagen, dass dieses auch nicht meine Arbeit ist, sondern dass es ein Team von inzwischen immer mehr Leuten ist, die sich damit beschäftigen. Und und natürlich, dass alles nur ohne Teamarbeit gar nicht möglich wäre. Die sind beim WDR, inzwischen gibt es aber eine neue Konstellation, inzwischen ist der Rundfunk Berlin-Brandenburg, also mein früherer Heimatsender, jetzt auch daran beteiligt. Die Dopingredaktion der ARD wird 2018 von RBB und WDR gemeinsam geführt, was mir sehr recht ist, weil ich bin Berliner und habe es deshalb nicht weit und will auch gar nicht nach Köln, wenn ich ehrlich bin. Ich finde es hier viel besser. So ist das jetzt. Wir haben in den letzten Jahren tatsächlich viele, viele Projekte gestemmt. Auf Russland komme ich gleich zu sprechen. Das war ja dann in der Tat das Größte. Ich will aber vorher noch was anderes sagen, was mir immer wichtig ist, auch mal öffentlich zu sagen. Herr Rickes hat es ja schon angedeutet. In dem Interview in der Zeit habe ich es schon gesagt. Ich versuche es ein bisschen auszuführen. Die Frage ist ja, die man sich stellen muss, welches Interesse hat der organisierte internationale Sport, Doping zu bekämpfen? Wer einen Blick in die Archive wagt, wer genauer hinschaut, wer einfach auch nur manchmal bei Google ein bisschen guckt, der wird feststellen, dass es unzählige Berichte darüber gibt, dass auch schon in den 80er, 90er Jahren oder auch vorher die Interessenkollisionen mannigfaltig waren. Der wird feststellen, dass Doping damals eigentlich ein riesengroßes Thema hätte sein müssen. Es war es aber eigentlich nicht, weil das, was dort auch bereits zu lesen war, wenn man sich darum gekümmert hätte, dazu hätte führen müssen, dass manchen die Kinnlade runterfällt, ob der systematischen Manipulation des Cover-up, also der Vertuschung von Doping im Spitzensport, allein bei Olympischen Spielen. Es gibt beispielsweise Belege dafür, dass im Jahr 1980 bei den Olympischen Spielen in Moskau es quasi eine Art Stillhalteabkommen zwischen der DDR und der UdSSR gegeben hat, Klammer auf, ich vermute auch mit anderen Ostblockstaaten damals, Klammer zu, dafür finde ich jetzt allerdings keinen Beleg, dass die Anabolika-Gaben, die man den Sportlern verabreicht hatte oder die Anabolika, dass man am besten die ganzen positiven Befunde, die es möglicherweise in dem Moskauer Labor geben wird, unter den Teppich fallen lässt. Es war die Hochzeit des Anabolika-Konsums, des Anabolika-Dopings. Es war auch ein völlig anderer Zeitgeist. Das heißt, man wusste über viele Dinge, auch Nebenwirkungen, gar nicht in dem Ausmaß Bescheid, wie man es dann viele Jahre später wusste. Es war eigentlich völlig normal in manchen Sportarten. Und man hat dann 1980 dieses, so jedenfalls sind es die Stasi-Akten eines Informanten, der sehr glaubwürdig war, weil sich viele, ganz, ganz viele Dinge von denen, die er behauptet hat, dann auch als wahr herausgestellt hatten. Wenn man also dem glaubt, dann gab es dieses Stillhalteabkommen und man soll es kaum glauben, es gab in Moskau 1980 keinen einzigen positiven Test bei den Spielen. Das muss man sich mal vorstellen. Das war schon damals so. Das hat sich dann 1984 in Los Angeles unter Mithilfe des IOC und des damaligen Chefs der Medizinischen Kommission, de Merode, fortgesetzt. 1988 in Seoul, wissen wir, Ben Johnsons 100-Meter-Lauf. Ben Johnson war leider Gottes der einzige Pechvogel, der erwischt worden ist. Die anderen hatte man nicht aus dem Verkehr ziehen können. Es ging weiter in die 90er rein. Man denke an die Chinesen, man denke an die Aufdeckung des DDR-Dopings, des bis heute aus meiner Sicht beweisbar größten
Dopingskandals, der Sportgeschichte, der selbst Russland in den Schatten stellt. Es gab ganz, ganz viele Dinge, wo man klar erkennen konnte, Doping ist kein Vergehen, das sich auf Individuen beschränkt, sondern es ist ein systematisches Problem des Spitzensports. Und dabei haben nicht nur Athleten, die häufig die Letzten in der Kette, der Verwertungskette des kommerzialisierten Sports sind, sind nicht die einzigen oder die vor allem oder vor allem Verantwortlichen, sondern drumherum gibt es ein Geflecht von Interessen, von Abhängigkeiten, von Menschen, die das fördern, die viel zu lange aus meiner Sicht ungeschoren davon kamen. Erst in den letzten Jahren durch die Beschäftigung mit den Systemen des Sports ist, glaube ich, klar geworden, dass es nicht nur um Doping von einzelnen schwarzen Schafen geht, sondern dass dieses ein Systemproblem des Sports, Spitzensports an sich ist. Warum ist das so? Herr Rickes hat es ja schon ansatzweise ausgeführt. Stellen Sie sich mal einen 100-Meter-Lauf in der Leichtathletik vor. Bei den Olympischen Spielen. Da gibt es einen, oder bei Weltmeisterschaften, da gibt es einen, der ist unglaublich schnell. Ja? Weltrekord. Die Leute sind alle aus dem Häuschen. Die Zeitungen sind voll. Die Zeitungen, die Fernsehanstalten überschlagen sich. Ganz toll. Wieder ein Rekord. Wer profitiert davon? Profitieren tut erstmal der Athlet. Der Athlet wird höhere Siegprämien einstreichen. Der Athlet wird über dies hinaus wahrscheinlich mehr Sponsoren gewinnen, weil er ja attraktiv ist, weil er ein Werbeprodukt ist, ein Werbeobjekt ist. Also werden die Sponsoren, seine persönlichen Sponsoren, in die Tasche greifen, weil sie einen Exklusivvertrag mit ihm abschließen möchten, beispielsweise Sportausrüster. Der Manager, der all das vermittelt, wird auch davon profitieren, weil er nämlich dadurch mehr Provision bekommt. Auch er hat etwas davon. Es lohnt sich für ihn, das Geschäft mit dem Athleten. Die Sponsoren können sich unglaublich freuen, weil dadurch, dass der Mann so erfolgreich ist, taucht er ja öfter im Fernsehen auf. Die Übertragungszeiten werden länger zum Beispiel. Das führt dazu, dass die Sponsoren eine größere Werbefläche haben, was für sie auch gut ist, weil sie dann ihr Produkt womöglich besser verkaufen können. Für die Fernsehanstalten ist es auch gut, weil sie nämlich beispielsweise durch die längeren Übertragungszeiten und auch attraktivere Inhalte höhere Einschaltquoten haben, was ihnen natürlich auch was nützt. Das führt wiederum dazu, dass die Fernsehanstalt die Werbeblöcke besser verkaufen kann. Sie können mehr Geld dafür nehmen, weil es ja mehr Wert hat. Die Sponsoren, wie gesagt, können ihre Produkte besser verkaufen. Die Fachverbände, die bekommen eine höhere Förderung durch den Staat beispielsweise, weil sie sind ja erfolgreich. Sie können wiederum mehr Sponsoren akquirieren und können dadurch ihr Produkt besser verkaufen. Die Fernsehübertragungszeiten führen eben dazu, dass es eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten ist. Also, es profitieren ganz, ganz viele. Man denke noch an die Ärzte, die überall mitfahren können. Es gibt ganz, ganz viele, die was davon haben. Jetzt frage ich Sie, wenn einer dopt und die Leistung noch besser ist und das Produkt sich noch besser verkaufen lässt und dadurch die Fernsehübertragungszeiten länger werden, die Sponsoren mehr Geld verdienen, die Verbände mehr Geld verdienen, die Manager mehr Geld verdienen, die Ärzte profitieren, dann ist doch super. Dann hat sich das Geschäft doch gelohnt. Was passiert aber, wenn plötzlich rauskommt, der Athlet X hat gedopt? Ganz schlecht fürs Geschäft. Erstmal wird der Vertrag gekündigt. Das Fernsehen wird möglicherweise nicht mehr übertragen. Dadurch sind die Präsenzzeiten für den Sponsor plötzlich reduziert. Dadurch verkauft er sein Produkt schlechter. Die Fernseh-Einschaltquoten gehen zurück. Dadurch kann die Fernsehanstalt die Werbezeiten, die Werbeblöcke schlechter verkaufen. Der Verband verliert Sponsoren, auch nicht gut für ihn. Es wird Untersuchungen geben, die führen möglicherweise dazu, dass der Verband stillschweigend in Kauf genommen hat, ignoriert hat, weggeschaut hat. Dann kommt vielleicht der Sportausschuss des Deutschen Bundestages und sagt, wir müssen mal eine Anhörung machen, kann ja nun gar nicht sein. Die Sportförderung wird thematisiert. Alles ist schlecht. Jetzt frage ich Sie unter dem Strich, was ist denn besser? Ist es für den Sportverband nicht das beste Geschäft, wenn er nicht so viel Doping aufdeckt? Ist es nicht viel besser, wenn es ab und zu mal ein paar schwarze Schafe gibt? Ist es nicht viel besser, wenn überhaupt gar keine öffentlichen Debatten geführt werden? Ja, so ist es. Sind nicht die Journalisten oder die Staatsanwälte oder die Ermittler Nestbeschmutzer, die das Produkt Sport
kaputt machen, weil sie damit die Verwertungskette zerstören. Oder wie es mal ein Pressesprecher des Internationalen Radsportverbandes zu mir gesagt hat, die Aufgabe von Sportjournalisten sei es doch nicht, den Sport kaputt zu machen, sondern den Sport zu promoten. Da dachte ich, ich bin im falschen Film. Aber war halt so. Das war übrigens der Fall Contador, des 2010 überführten Tour de France-Siegers. Das führt mich am Ende, und dafür gibt es hinreichend Belege und hinreichend Vorkommnisse aus der Vergangenheit, zu der Überlegung, ja, es ist für einen Sportverband ein Anreiz, dieses Thema möglichst aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Und ich konzidiere sogar, er steckt wirklich in einer, man könnte fast sagen, Dopingfalle. Denn wenn jetzt ein Verband öffentlich wirksam und effektiv gegen Doping vorgeht, dann hat er auf der einen Seite vielleicht den Image-Vorteil, dass man ihm sagt, ja, die sind konsequent, die tun was, die machen was. In der öffentlichen Wahrnehmung auch noch bedauerlicherweise dann gelegentlich unterstützt durch einen oberflächlichen und, wie ich finde, fahrlässigen Journalismus, führt es dazu, dass je mehr Dopingfälle er aufdeckt, desto mehr der Eindruck entsteht, das ist ja ein dopingverseuchter Sport, den können wir nicht mehr übertragen. Also auch das ein Widerspruch in sich. Deswegen glaube ich, dass auch hier eine deutlich intellektualisierte Debatte geführt werden muss zu den Interessenkonflikten, die im Sport teilweise verschuldet, teilweise unverschuldet sind. Also unterm Strich, am besten ist es, es gibt keine großen öffentlichen Diskussionen über dieses Thema, dann ist es für das Produkt Sport am besten. Deswegen gab es ja auch diese ganzen zahlreichen Vertuschungsfälle, deswegen gab es den Russland-Skandal, deswegen gab es den UCI-Skandal rund um Lance Armstrong, deswegen gab es die Vertuschung in anderen Sportarten, in der Leichtathletik, weil es sich nicht rentiert. Es ist ein Minus, dieses Thema öffentlichen zu machen. Das würde ich nicht pauschal für alle Verbände sprechen. Es gibt natürlich auch immer wieder gute Funktionäre, nicht immer so ganz viele, aber es gibt noch einige, die das anders sehen, aber die werden gemieden. Ich denke an Clemens Prokop, den Präsidenten, den langjährigen des Deutschen Leichtathletikverbandes, der als einer der wenigen den Finger in die Wunde gelegt hat, und da konnte man ja Brief und Siegel darauf geben, dass er im DOSB damit keine Mehrheiten findet. Und genauso war es auch. Das ist das eine. Das heißt, am Ende behaupte ich mal, die Win-Win-Situation des Sports führt dazu, dass nur unabhängige, wirklich unabhängige Kontrolleure den Sport begutachten sollten. Davon sind wir meilenweit entfernt. Und die letzten Jahre, die ja so viele Dopingskandale und Korruptionsskandale ans Tageslicht gebracht haben, haben ja nicht nur gezeigt, wie groß das Ausmaß ist, sondern sie haben eigentlich auch gezeigt, wie hilflos eigentlich der organisierte Sport mit diesem Problem teilweise umgeht und vor allem, wie die, ich sag's mal, quasi restaurativen Kräfte des Sports versucht haben, den Status quo beizubehalten. Wer jetzt erzählt, es gäbe mit der International Testing Agency, ich weiß nicht, ob der ein oder andere weiß, was es damit auf sich hat, eine Institution, die jetzt die Testverfahren übernehmen soll, glaubt, dass mehr Unabhängigkeit geschaffen wird, der wird womöglich der nächsten Mogelpackung erliegen, weil wer bezahlt denn diese International Testing Agency? Das tun die Olympischen Sportverbände, das tut das IOC. Ich glaube, dass es schwierig ist, wenn erneut direkt oder indirekt der Hebel bei denen liegt, die man eigentlich kontrollieren soll. Ich glaube, dass wir merken, dass die Selbstreinigungskräfte des Sports über die Jahrzehnte eben versagt haben und dass deshalb eine unabhängige, noch viel unabhängigere Kontrolle des Spitzensports stattfinden muss. Man käme ja auch nicht auf die Idee, in einem großen deutschen Unternehmen, wenn die eine Steuerprüfung haben, nicht etwa die Leute vom Finanzamt hinzuschicken, sondern die Unternehmensberater. Aber so, um mal dieses Bild zu zeichnen, sieht es für mich im Sport aus. Noch dazu muss man eines sagen, es ist ja bei weitem nicht so, dass etwa alle Athleten auf der Welt dopen. Das ist ja auch ein Trugschluss. An Stammtischgesprächen oder so, oder wenn man mitbekommt, wie öffentlich diskutiert wird, der Spitzensport, könnte man den Eindruck gewinnen, dass die meisten Leute sagen, der Sport ist sowieso hemmungslos versaut und verseucht.
die dopen ja sowieso alle, das ist natürlich auch Quatsch. Ja, und damit wird man der Sache auch nicht gerecht. Es gibt zahlreiche Athleten, vor allem natürlich kann man sagen, dass in manchen Sportarten Doping sowieso nur sehr begrenzt Sinn macht, in manchen allerdings mehr, dass man trotzdem nicht sagen kann, alle dopen. Und am Ende muss man sich fragen, welche Rolle spielen Athleten in diesem ganzen Kampf gegen Doping? Welche Rechte haben sie eigentlich? Und da muss ich feststellen, dass Athleten häufig die Letzten sind und am wenigsten Macht haben und dass es quasi Alibi-Institutionen sind, in denen organisierten Strukturen des Sports existieren, in denen Athleten allzu häufig eigentlich nur das abwinken, was ihnen andere Leute vorgeben. Dabei sind Athleten das Herz des Sports. Ohne Athleten wird es den Sport nicht geben. Und ich glaube, es ist längst an der Zeit, dass die feudalen, anachronistischen Strukturen des Spitzensports reformiert werden und dass Athleten selbst ihre eigenen Interessenvertretungen bekommen, völlig unabhängig von den Organisationen des Sports, damit ihre Rechte ordnungsgemäß gewahrt werden. Wenn ich jetzt, ich erlaube mir die etwas, vielleicht den etwas billigen Vergleich, aber ich will es trotzdem auf den Punkt bringen. Wenn in Deutschland viele, viele Athleten für, weiß ich was, zwischen 500 und 1000 Euro im Monat Hochleistungssport betreiben, 8 bis 10 Stunden am Tag, noch nicht mal wissend, ob sie damit Erfolge haben werden am Ende, ob sie zu Olympischen Spielen kommen. Wenn man weiß, dass viele von ihnen ihr Studium, ihre berufliche Ausbildung gezwungenermaßen verlängern müssen oder manchmal sogar ausfallen lassen müssen, wenn sie sich dieser Aufgabe hingeben und dann am Ende so wenig davon haben, dann finde ich für einen Zeitraum von 10, 15 Jahren es absolut unangemessen, in welcher Form sie finanziert werden. Ich kann Ihnen jetzt hier, wie ich hier sitze, nicht sagen, welche anderen Finanzierungsmodelle die richtigen wären. Ich weiß nur, dass es für mich sehr ungerecht ist. Dazu kommt noch, wenn ein Athlet sich verletzt, was bedeutet das dann für ihn? Dann steht er vor einem Scherbenhaufen und weiß vielleicht nicht mehr weiter. Denken Sie jetzt an die Christina Vogel, die Radfahrerin, die querschnittgelähmt ist. Was ist mit der? Also die hat möglicherweise noch aufgrund anderer Faktoren eine andere Situation. Trotzdem, finde ich, muss man all solche Fragen stellen. Und ich finde, dass es längst an der Zeit ist, dass Athleten aufstehen. Und ich glaube, wenn der organisierte Sport darauf keine Antworten gibt, dann wird er nicht nur, was Olympiabewerbung betrifft, massive Probleme weiter behalten, sondern wir werden irgendwann das vielleicht noch erleben, dass es unabhängige Athletengewerkschaften gibt. Und ich kann jetzt als Journalist sagen, der das viele Jahre beobachtet, dass es längst an der Zeit ist, dass die Strukturen des Sports verändert und modernisiert werden. Noch dazu, weil Athleten, wenn sie 17, 18 sind und jahrelang schon ihren Spitzensport betrieben haben und beispielsweise in einer ausdauer- und kraftintensiven Sportart unterwegs sind, zwangsläufig womöglich irgendwann vor der Frage stehen, wohin soll es in meinem Sport jetzt gehen? Stellen Sie sich einen Radfahrer vor. Ich habe diese Geschichte mit dem Österreicher Bernhard Kohl vor 10 Jahren intensiv besprochen, der ja dann auch erwischt worden ist als Doper, Dritter der Tour de France war. Der beschrieb mir das mal damals so: Du machst nichts anderes als Sport. Dein ganzes Leben fokussiert sich darauf, zu trainieren, Wettkämpfe zu machen, sämtliche Dinge, die du als Jugendlicher normalerweise privat machst, zu vernachlässigen, auf deine Ernährung bis ins letzte Detail zu achten. Es gibt eigentlich in deinem Leben nicht viel außer Sport. Das ist jetzt nicht nur eine Opfersituation, das macht denen ja auch Spaß, das wollen die ja auch. Das hat sicherlich auch was mit Sucht zu tun. Aber irgendwann stehst du vor der Weggabelung und weißt, mit 17 oder 18 oder vielleicht auch mit 19 oder auch mit 16, du musst davon ausgehen, dass alle um dich herum irgendwie sportmedizinisch alles ausreizen, was irgendwie geht. Das ist ja auch ein Wesen des Sports, des Spitzensports, des Sportmedizin ohne Sport. Das sind ganz eng miteinander verbundene Faktoren. Dann stehst du also da und weißt, oder musst davon ausgehen, es ist ein offenes Geheimnis, alle anderen machen es. Du stehst an dieser Weggabelung und fragst dich, gehst du nach links oder gehst du nach rechts? Gehst du nach links und verzichtest auf Doping, dann weißt du, du bist ein Wasserträger bei der Tour de France. Du wirst wahrscheinlich unter den ersten 50 oder 100 landen, du wirst dein Salär bekommen, du kannst dein Leben, alles prima. Hast aber schon 5 oder 6 Jahre deines Lebens oder sogar länger in den Sport investiert. Wenn du jetzt nach rechts gehst
und damit anfängst zu dopen mit EPO beispielsweise, Blutdoping, keine Ahnung was, dann ist die Chance sehr viel größer, dass du Dritter oder Zweiter oder Erster wirst. Dann wirst du an die ganz großen Gewinner herankommen, an die Siegprämien, an die Sponsorenverträge. Du wirst eben nicht nur 50.000 Euro im Jahr verdienen, sondern du wirst vielleicht 1 Million verdienen. Was machst du jetzt? Davon ausgehend, dass die anderen das ja auch tun. Dass dies ein nachvollziehbarer Systemzwang für einen einzelnen Athleten ist, das kann ich in gewisser Weise auch nachvollziehen. Und insofern sage ich auch immer, dass Sportler ganz häufig nicht nur Täter sind, sondern sie sind auch Opfer eines Systems Spitzensport. Und da sie das ja auch nicht alleine tun, sondern ich hatte ja schon von den Interessenkonflikten gesprochen, eben auch anderen im Umfeld, die das natürlich wissen und mitmachen oder es fördern, es trotzdem natürlich tabuisiert wird und man eigentlich öffentlich darüber nicht redet, zeigt das die ganze Schizophrenie, die es in manchen Sportarten gibt. Bis hin dazu, wie in Russland geschehen, dass es dann auch noch ein Element der Alltagskultur des Sports ist und sogar noch von staatlichen Stellen zumindest teilweise mitgefördert wird. Deswegen ist der Russland-Skandal der zweite ganz große Skandal für mich, der belegbar ist inzwischen und der die Ausmaße der Verstrickung von Funktionären in das Doping deutlich zutage befördert hat. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass ich noch ein bisschen was über Russland sagen möchte. Diese Ermittlungen fingen 2014 an und sie hatten damit zu tun, dass wir, oder 2013 muss man konkret sagen, dass wir zwei Filme für die ARD produziert haben, zwei kleinere Filme, wo wir aufgrund von Informationen von Whistleblowern schon einen kleinen Einblick in die Strukturen des russischen Sports bekommen hatten. Dies führte dann dazu, dass ein Mitarbeiter der Welt-Anti-Doping-Agentur, den ich schon kannte, der Chefermittler, sich an mich erinnerte, der in seiner stillen kleinen Kammer in Montreal in Kanada sich darüber geärgert hatte, dass er seit Jahren Informationen von zwei russischen Whistleblowern bekommen hatte, und zwar schriftlich, im Austausch, vertraulich, von Vitali Stepanow, um es konkret zu sagen, und dann auch am Ende unterstützt von seiner Frau Julia Stepanova, er Mitglied der russischen Anti-Doping-Agentur oder Mitarbeiter, sie russische 800-Meter-Weltklasse-Läuferin, die regelmäßig die WADA fütterten mit Informationen über die russische Anti-Doping-Agentur, die nämlich nicht etwa Doping bekämpfte, sondern genau das Gegenteil machte. Sie hat Doping organisiert, gestützt in Russland. Da niemand sich in Russland, niemand in Kanada sich dafür offensichtlich zuständig fühlte, jetzt etwas zu unternehmen und es geheißen hatte, naja, wir hätten keine rechtliche Handhabe, ist der Chefermittler quasi verzweifelt und hat dann gesagt, okay, ist es dann okay, wenn ich den Seppelt von der ARD mal einweihe, vielleicht kann der ja was machen. Und so kamen wir in Kontakt mit den russischen Whistleblowern 2014 im März. Und als ich dann nach Moskau gefahren bin, damals kurz nach der Annexion der Krim, hatte man, was Russland betrifft, sicherlich an vieles gedacht, aber nicht an Doping im Sport. Sotschi lag gerade hinter uns. Das war nicht das Thema. Und so konnte ich ein halbes, dreiviertel Jahr lang relativ unbemerkt in Russland recherchieren, unter dem Radar quasi. Und was mir Vitali Stepanow erzählt hat, was mir Julia Stepanova erzählt haben und was sie dann auch an Belegen vorlegen konnten, das hat einem wirklich die Schuhe ausgezogen. Es war nämlich so, dass sie haben gleich zu mir gesagt, es hat überhaupt keinen Sinn, es zu behaupten, es hat nur Sinn, es zu belegen. Und deswegen haben wir schon mal fleißig Aufnahmen gemacht, Videos und Audios, die kannst du schon mal haben. Und dann kann keiner uns unterstellen, wir würden uns das nur aus den Fingern saugen. Das ist natürlich für einen Journalisten eine tolle Situation, dass der nicht etwa irgendwie fragen muss, wie machen wir das hier am besten mit der Beweisführung, sondern dann kommt jemand und serviert es dir auf dem Silbertablett. Das war natürlich nicht so richtig schlecht für uns. Und ja, so haben wir dann ein halbes, dreiviertel Jahr daran gearbeitet. Und dann stand im Raum, was machen wir jetzt mit den beiden? Denn es war ja klar, Informantenschutz geht über alles.
wir müssen überlegen, wie wir die aus dem Land rauskriegen, wenn die denn das wollen oder das aufrechterhalten wollen, was sie sagen. Und sie haben auch gesagt, wir können nur diese Interviewausgaben freigeben, wenn für unseren Schutz gewährleistet ist. Das muss klar sein. Und sie haben gesagt, sie würden dafür auch das Land verlassen. Und deshalb haben wir nach einem halben, dreiviertel Jahr an Recherche, es ging nicht nur um die Stepanow, es ging auch noch um andere Sachen, die ja dann auch bis heute andauern, die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft bezüglich der Korruption im Weltleichtathletikverband, das ist alles noch nicht abgeschlossen, haben wir also dafür Sorge tragen müssen, dass die das Land verlassen. Und die sind dann halt eine Woche vor der Ausstrahlung oder 10 Tage vorher, sind die dann halt aus Russland raus und haben dann erstmal eine Zeit lang, jetzt kann man es ja erzählen, in Berlin gelebt, davon größtenteils in einer konspirativen Wohnung, ohne dass es groß jemand mitbekommen hat. Also konspirativ insofern, als das wirklich das ganz mit Unterstützung bestimmter Menschen aus Berlin möglich war, die irgendwo unterzubringen unter falschem Namen. Anders ging es halt nicht. Die leben inzwischen an einem unbekannten Ort in den Vereinigten Staaten. Ich kann hier die frohe Botschaft mitbringen. Ich habe sie vor 2 Wochen besucht. Wir werden auch in der ARD demnächst darüber berichten, dass es ihnen gut geht, was mich erstmal sehr freut. Also insofern fällt auch uns immer ein Stein vom Herzen, wenn man weiß, dass die Menschen, mit denen man zu tun hat und die natürlich durch die Berichterstattung einer Gefahr ausgesetzt waren, das wollten sie aber so, dass es denen jetzt gut geht. Was diese Russland-Recherchen halt auch gezeigt haben, ist, dass wir uns tatsächlich mit dem größten Land der Welt angelegt haben, mit einer Weltmacht im Sport, bei denen die Uhren allerdings völlig anders ticken als in Deutschland. Und wir hätten nie erwartet, ich insbesondere auch nicht, dass diese Recherchen zu so erdrutschartigen Entwicklungen, Veränderungen, man muss schon sagen Erdbeben im Weltsport geführt haben und den Weltsport ein Stück weit auf den Kopf gestellt haben. Das ist auf der einen Seite begrüßenswert, weil es Debatten ausgelöst hat, bis hin eben, was ich eben schon andeutete, der Frage, wie Athleten halt repräsentiert werden in Verbänden und welches Recht sie haben, eigentlich an solchen Debatten mitzuwirken. Es hat aber auf der anderen Seite auch gezeigt, wie gefährlich das offensichtlich ist und was das für Reaktionen hervorrufen kann. Und wenn man sieht, dass ich mit Einreiseverbot belegt werde, ist übrigens immer noch so, ich habe vor ein paar Wochen erneut einen Antrag gestellt auf Einreise nach Russland. Als ich meinen Pass zurückkam, war kein Visum drin, das heißt also Antrag abgelehnt. Ich gelte als unerwünschte Person in Russland, wobei das nun wirklich kein dramatisches Schicksal ist. Anders ergeht es dem Whistleblower, der in unserem ersten Film auch ein Thema war, wenn auch nur am Rande, aber der aufgrund unserer Recherchen Russland verlassen musste, in die USA gegangen ist und dort sich dann der New York Times offenbart hat und das Doping-System bei den Olympischen Spielen in Sotschi offengelegt hat. Grigori Rodchenkov, der ehemalige Leiter des Moskauer Labors, der natürlich auch Opfer und Täter in einer Person war. Und hier liegt durchaus auch ein gewisser Schwerpunkt auf dem Begriff Täter, weil er das ganze System am Laufen gehalten hat. Allerdings eben ausgepackt hat über die Verflechtungen, die massiven Verflechtungen ins russische Sportministerium und damit am Ende in die russische Regierung, also in den Kreml. Dieser Mensch lebt jetzt im Zeugenschutzprogramm des FBI. Wenn man sich mit ihm treffen will, dann trifft man ihn nur so, dass man eine Maske vor sich sieht, weil er eine schwarze Maske trägt, weil er sein Äußeres verändert hat. Die Interviews mit ihm, die Rahmenbedingungen sind unglaublich. Wenn man dorthin kommt, dann wird man in einen Raum reingeführt, dann wird man aus dem Raum wieder rausgeführt. Dann darf man ihn nach 10 Minuten wieder betreten, dann sitzt da der Mann mit der Maske, dann darf man sich mit dem unterhalten. Dann verlässt der Mann mit der Maske den Raum, man muss 10 Minuten bleiben, damit die Sicherheitsbehörden dafür gesorgt haben, dass er das weitergesucht hat und keiner weiß, wo er hingeht. Also es ist unglaublich, was da abläuft. Wir wissen ja auch von Russland, dass sie, das ist ja inzwischen belegt, nicht nur sich in die Wahlen 2016 in den USA eingemischt haben, sondern dass sie den Computer der WADA gehackt haben, dass sie selbst in den E-Mail-Account von Julia Stepanova sich eingehackt haben. Und wir wissen auch, dass es die Fancy Bears waren, die wiederum in Verbindung stehen
mit dem russischen Geheimdienst. Also es ist auf der offenen Bühne der Weltpolitik ausgetragen worden, die Geschichte. Und zeigt halt auch, dass offensichtlich diese Enthüllungen der beiden Whistleblower Russland bis ins Mark getroffen haben. Und es zeigt sich eindeutig, dass Sport eben nicht nur irgendwas mit Politik zu tun hat. Sport ist Politik. Und tangiert Interessen, tangiert ökonomische, politische Interessen, die halt mannigfaltig sind. Insofern will ich abschließen und sagen, es ist aus meiner Sicht unglaublich wichtig, dass Sportjournalismus auf der einen Seite Sport in seiner ganzen Breite, in seinen ganzen Facetten, in seiner Kultur zeigt, denn Sport ist ein Kulturgut. Und ich finde, dass dieses Kulturgut geschützt werden muss vor den Interessen, den ökonomischen Interessen von Lobbyisten. Aber es ist eben ganz wichtig, dass die Berichterstattung über Sport, egal in welchem Medium, sich nicht auf die Darstellung von Sportereignissen allein fokussiert, sondern eben auch die Rahmenbedingungen intensiv beleuchtet. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, das war doch ein wirklich spannender und weit gespannter, perspektivenreicher Vortrag, wie ich fand, der nicht nur das Dopingproblem an sich, sondern auch die damit verbundenen medialen Fragen und auch vor allem die Rolle von Sportjournalisten thematisiert hat. Ich denke, da wird es viele Anknüpfungspunkte für Fragen geben. Und würde gerne die Diskussion dann auch jetzt freigeben. Möchte Sie bitten, wenn Sie sich melden, stellen Sie sich doch bitte eben kurz vor, ehe Sie Ihre Frage stellen. Und jetzt ist immer spannend, wer stellt die erste Frage? Da ist schon die erste Wortmeldung, Herr Klöß. Jetzt habe ich, stellen Sie sich vielleicht doch lieber selber vor, Herr Klöß. Ja, danke schön, Herr Regis. Mein Name ist Klöß. Ich vertrete den Fachbereich Kultur, Medien und Sport. Bin auch sehr froh, dass hochrangige Sportler hier vertreten sind, die mich auch animiert haben, im Geräteturnen eine gute Note zu erlangen. Aber zunächst zu Herrn Seppelt. Herzlichen Dank für Ihren Vortrag, der mich außergewöhnlich beeindruckt hat. Sie haben gut dargestellt, wie das Anreizsystem ist und auch die Interessenkonflikte. Ich bin jetzt interessiert an Ihrer Beurteilung. Wenn Sie jetzt auf der Grundlage Ihrer Recherchen eine Beurteilung abgeben würden über die Dinge, die bereits geschehen sind im Rahmen organisatorischer Strukturen, ob nicht doch ein Weg mittlerweile eingegangen ist, der tendenziell zur Verbesserung geht, und zwar haben wir doch das internationale Anti-Doping-System. Es gibt WADA, also die Welt-Anti-Doping-Agentur. Es gibt die nationalen Anti-Doping-Agenturen. Sie haben aufgedeckt, was in Russland mit der nationalen Anti-Doping-Agentur schiefgelaufen ist. Es wurden da ja auch jetzt eine ganze Reihe von Sachen umgestellt. Sie haben als einzige Redaktion in der ARD weltweit ein Doping-Redaktion. Das sind doch viele positive Aspekte, wo man sagen kann, es tut sich was, es gibt doch gewisse Verbesserungen. Würden Sie auf der Grundlage Ihrer Erkenntnisse und auf der Grundlage Ihrer Recherchen sagen können, dass man doch vielleicht in die richtige Richtung geht und vielleicht dazu sagen können, was könnte man noch verbessern? Sie haben ja ein Stichwort gegeben mit der Testing-Geschichte. Wie sehen Sie das? Geht es voran oder sehen Sie das eher weiter problematisch? Ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich der ARD äußerst dankbar bin, dass sie 2007 diese Entscheidung gefällt hat, speziell der Westdeutsche Rundfunk, die ARD-Doping-Redaktion zu gründen. Das ist schon mal gut. Ja, und ich habe versucht in diesem Vortrag, da haben Sie recht, es war schon sehr deutlich in eine Richtung, aber ich wollte skizzieren, dass ich glaube, dass die Mehrheit oder der übergroße Anteil des organisierten Sports nach wie vor in dieser, ich nenne es jetzt mal Dopingfalle, drinsteckt, aus der es keine Lösung gibt, und dass auch klar geworden ist, dass es restaurative Kräfte im Sport gibt, die genau das verhindern wollen, dass es zu einer Demokratisierung des Sportwesens kommt. Aber es ist auch richtig, da haben Sie recht, zu sagen, dass es einige Verbände gibt,
In Deutschland ist es aus meiner Sicht tatsächlich der DLV, also der Deutsche Leichtathletikverband. Weltweit ist es beispielsweise der Radsportweltverband, auch der Leichtathletikweltverband, die reagiert haben, die teilweise Strukturen jetzt schaffen, die oder geschaffen haben, die besser sind als vorher. Aber ich sage Ihnen auch, das sind genau die beiden Verbände, die die größten Skandale erlebt haben. Und genau deshalb mussten sie, weil der Druck der Veränderung groß war, etwas anders machen als vorher und haben es getan. Bei der UCI war es der Fall Contador, da war es der Fall Armstrong, der deutlich gemacht hat, so kann das nicht weitergehen. Es war die Verseuchung des Radsports insgesamt. Bei der IAF, bei der Weltleichtathletikföderation, war es so, dass 2014 auch durch unseren Film damals rauskam, dass der, also noch mehr rauskam, als ohnehin schon vorher an Vermutungen da war, muss man sagen, dass der Präsident des Weltverbandes höchst selbst beteiligt war an Schmiergeldzahlungen zur Vertuschung des Dopings in Russland. Und ich bin relativ sicher, so wie ich jetzt hier sitze, dass das noch längst nicht alles war. Das führte dazu, dass der Weltverband mit dem Rücken zur Wand stand. Dann kam Sebastian Coe als neuer Präsident, der ja inzwischen, soweit ich weiß, auch schon mal hier in Berlin zu Gast war und Auskunft gegeben hat. Der hat das Ruder übernommen und der hat, glaube ich, schnell gemerkt, dass das so nicht weitergehen kann. Die haben einen, man kann schon sagen, Paradigmenwechsel vorgenommen. Insofern, ja, es tut sich was an der einen oder anderen Ecke. Und ja, es tut sich was, weil Druck gemacht wird. Deswegen behaupte ich, es ist völlig alternativlos. Solange der Sport unkontrolliert von außen quasi sein Süppchen kochen kann, solange wird Korruption Tür und Tür geöffnet sein. Es ist notwendig eine Kontrolle. By the way, weil Sie von der Welt-Anti-Doping-Agentur sprachen, bei denen auch. Sie werden demnächst in der ARD einen Bericht sehen über, kann ich jetzt schon sagen, weil wir mittendrin sind, über so manche bizarre Vorgehensweise, die es auch bei den sogenannten Anti-Doping-Regelhütern gibt. Das wird Sie überraschen. Aber ja, es gibt auch eine zunehmende Zahl von nationalen Anti-Doping-Organisationen, auch die deutsche NADA übrigens. Ich weiß noch, vor 11 Jahren hatten wir einen riesen Clinch mit der NADA, als herauskam, dass dort hunderte von Dopingkontrollen offensichtlich nicht weiterverfolgt worden waren, was damals dazu führte, dass es Debatten sogar im Bundestag gegeben hat dazu. Und auch damals war das Ergebnis, dass man erkannt hat, das kann ja so nicht weitergehen. Wir müssen die stärken. Und so hatten die damals, glaube ich, erst 6 Mitarbeiter und hatten so ein halbes Jahr später, ein Jahr später 23. Also insofern hat sogar damals Berichterstattung dazu beigetragen, eine Situation zu verändern. Und die NADOs, speziell auch die Deutsche, aber auch die Amerikaner, die Kanadier beispielsweise, natürlich wie so häufig, vor allem in den angelsächsischen Ländern, Nordamerika, Ozeanien, auch in Westeuropa, gibt es NADOs, die alle sagen, das kann so nicht weitergehen und auch die Welt-Anti-Doping-Agentur muss reformiert werden. Also es ist eine Menge angeschoben, da haben Sie recht. Es ist aber gleichzeitig eben auch deutlich geworden, dass die überwiegende Mehrzahl von Sportfunktionären auf der Welt immer noch, sehr häufig immer noch, das Süppchen kochen, das sie auch vorher schon gekocht haben. Es wird also völlig klar, wie stark die Kräfte sind des Bewahrens der Strukturen. Und es ist, glaube ich, auch kein großes Wunder, wenn man sagt, wir reden von roundabout 200 Ländern auf der Welt, die beispielsweise im IOC organisiert sind. Davon sind 150 bis 180, würde ich behaupten, die kümmert das auch nicht. Das ist aus welchen Gründen auch immer, aus kulturellen Gründen oder weil sie wirklich andere Prioritäten zu Recht auch haben mögen, das ist nicht das Thema für sie. Insofern konzentriert es sich auf einige wenige, die allerdings durchaus Gewicht haben. Und das erklärt übrigens auch die öffentliche Diskussion der letzten Monate und Jahre. Die nächste Frage stellt Herr Ginger, bitte. Schönen Dank erstmal. Es hat mich dann auch, obwohl ich deine Filme alle gesehen habe und deine Recherchen auch soweit kenne, doch. Ich muss dazu sagen, wir kennen uns, man wird sich fragen, warum wir uns duzen. Ich will es vielleicht mal erklären. Sein bester Freund oder einer seiner besten Freunde ist mein ehemaliger Chef Dieter Groschwitz beim SFB. Und insofern kennen wir uns auch bei einer anderen Ebene. Gut. Ich habe eigentlich mehrere Fragen. Du hast gesagt, welches Interesse hat der internationale Sport, das Doping zu bekämpfen? Eigentlich keiner.
möchte das dann so richtig. Deswegen meine Frage, welche Lösungen könntest du denn von deiner Seite aus anbieten von oder uns mit an die Hand geben, die wir dann auch umsetzen sollten? Wir haben ja vor 2 Jahren ungefähr das Anti-Doping-Gesetz hier im Deutschen Bundestag beschlossen, nach heftiger Diskussion, was ja auch sinnvoll ist. Aber welche Möglichkeiten gäbe es denn für uns, dieses Doping-System aufzugreifen, dieses Anti-Doping-System aufzugreifen und zu verbessern? Das ist das eine. Das zweite, du hast auch gesagt, die feudalen anachronistischen Strukturen des Spitzensports müssen reformiert werden. Da wüsste ich auch gerne, wie sollte das geschehen oder welche Lösungen gäbe es da? Und dann wieder unabhängige Athletengewerkschaft, da sind wir ja im Grunde genommen schon fast so weit, ne, mit der Unterstützung einer unabhängigen Athletenkommission, die wir jetzt in Deutschland haben und die wir ja auch von Seiten des Deutschen Bundestages unterstützen im kommenden Jahr mit 430.000 Euro, ist ja auch nicht gerade wenig. Eine letzte Frage. Du hast davon gesprochen, dass die Fancy Bears sich möglicherweise da eingehackt haben in unterschiedliche Bereiche. Wie ist es denn eigentlich mit deinem Handy und deinen Telefonnummern? Sind die da auch alle bekannt? Oder weiß man darüber Bescheid, ob du da auch davon betroffen bist? Ich frage mit der letzten Antwort an. Ich weiß es nicht. Aber gleichwohl müssen wir aufpassen, dass bestimmte Informationen, die wir haben, vielleicht nicht über alle Kanäle gespeist werden. Ich muss aber auch sagen, und insofern fragt man sich manchmal, ob es vielleicht auch ein bisschen von meiner Seite oder von anderen zu viel hineingeheimst wird. Ich habe zumindest nicht aktiv mitbekommen in den letzten Jahren, dass irgendeine Recherche von uns tatsächlich nicht zu Ende geführt werden konnte wegen irgendwelcher Behinderungen. Gab es irgendwie nicht, muss man halt auch sagen. Dass die Russen ab und zu versucht haben, auch mich aufs Glatteis zu führen, das allerdings ist passiert. Ich kann mich noch vor kurzem daran erinnern, wie ich einen Anruf bekam von angeblich von Sir Philip Craven, dem damals noch Chef des Internationalen Paralympischen Komitees. Jetzt ist er nicht mehr Präsident. Er rief mich plötzlich an, ich dachte, was will denn der von mir, dass er mich direkt anruft und versuchte, mich in ein Gespräch zu verwickeln. Und ich stutzte ein wenig und wunderte mich. Dann fiel mir doch ein, dass ein paar Monate vorher sogenannte russische Prankster, das heißt Leute, die in Russland Fake-Telefonate kreieren, dass die schon mal Herrn Craven selber angerufen hatten. Und das war dann Edwin Moses, der frühe Hürdensprinter jetzt in Nevada, angeblich am Telefon, der war es aber gar nicht. Und dann hat Phil Craven mit dem angeblichen Edwin Moses gesprochen und hat sich fürchterlich, wie ich fand, erfrischend ehrlich und offen über Thomas Bach geäußert und hat erzählt, was das für ein Mensch ist aus seiner Sicht. Und das haben dann die russischen Prankster alles öffentlich gemacht, was natürlich extrem peinlich war für Herrn Craven. Und daran erinnerte ich mich dann plötzlich, als ich dann dieses merkwürdige Telefonat von Herrn Craven hatte und fragte mich, was will denn der von mir? Und dann habe ich irgendwann gesagt, sag mir erstmal gar nichts und sag, ja, ich melde mich später. Dann ist das Telefonat zu Ende gewesen und dann habe ich gedacht, jetzt rufe ich doch mal beim IPC an und frag die mal, ob der wirklich bei mir angerufen hat. Der Anruf kam aus London, muss man dazu sagen, mit einer 44-Nummer. Und also ging ich davon aus, Vereinigtes Königreich. Dann rufe ich also an bei dem Pressesprecher des IPC, der in Bonn ist, und fragte ihn, also ich habe jetzt gerade so einen merkwürdigen Anruf aus London bekommen von Sir Philip Craven, das ist ja echt eigenartig, was will denn der von mir? Da sagt er zu mir, das kann irgendwie nicht sein, der sitzt gerade neben mir hier in Bonn. Also ein offensichtlicher Versuch, auch mich auf Glatteis zu führen, der glücklicherweise von mir dann noch rechtzeitig erkannt worden ist. Das ist dann auch irgendwie öffentlich gemacht worden. Habe ich übrigens auch dazu beigetragen, es öffentlich zu machen, weil genau das muss man öffentlich machen, um zu verhindern, dass sowas nochmal passiert. Ob die mich nun abhören, ob meine E-Mails überwacht werden, weiß ich nicht. Was tatsächlich so ist, dass es genug Leute gibt, die eine Art Gegenoffensive starten gegen meine Arbeit oder gestartet haben. Insbesondere dann, wenn wir wieder mal eine Doku gemacht haben.
Manchmal war es auffällig, dass es immer stattfand in Moskauer oder St. Petersburger Bürozeiten. Dann gab es immer diese Attacken. Also da war mir schon klar, das wird sich wohl um eine Trollfabrik handeln, die unterwegs ist, um unsere Arbeit zu diskreditieren. Das zu dieser Frage. Aber ich habe keinen Beleg dafür, dass es irgendwelche Abhöraktionen gibt. Aber ich muss es natürlich annehmen. Und alle Menschen, die Sicherheitsexperten sind, raten mir, vorsichtig zu sein. Also insofern nehme ich das schon ernst. Jetzt habe ich drei weitere Fragen von dir gehabt. Die erste war, sag nochmal ein Stichwort, dann fällt es mir wieder ein. Erste Frage. Okay, da sind wir auf einem besseren Weg. Genau so ist es. Ich finde es super, was in Deutschland läuft. Ich kann das nur begrüßen. Ich verstehe den Deutschen Olympischen Sportbund. Ich würde sagen, das ist falsch, was ich sage. Ich verstehe ihn natürlich, weil er nämlich gerne möchte, dass die Interessen weiterhin bei ihm gebündelt werden und er das Heft des Handelns in der Hand hat, in dem der Versuch ja unternommen worden war, das Geld über den DOSB quasi den Athleten zukommen zu lassen. Aber ich finde es toll und richtig, wenn ich mir diese Anmerkung gestatten darf, dass dem am Ende nicht Folge geleistet worden ist, sondern dass Athleten das Geld direkt bekommen und nicht über einen Kanal des DOSB, weil ich glaube, dass die Interessen des Deutschen Olympischen Sportbundes und der Athleten nicht immer deckungsgleich sind, sondern häufig sehr unterschiedlich sind. Und deswegen finde ich es genau richtig. Und ich finde, wenn es verdammt nochmal in jedem Arbeitsleben Menschen gibt, die Arbeitnehmer sind und Arbeitgeber sind, dann stehen sich dort unterschiedliche Interessen, nicht immer, aber häufig gegenüber. Jetzt kann man sagen, Sport ist ein Spezialfeld. Ich sage, das stimmt in Teilen. Und nichtsdestotrotz sind es unterschiedliche Interessen häufig. Und ich finde es völlig richtig, dass Athleten genauso wie Leute, die im Handwerk unterwegs sind, in der Industriegewerkschaft oder in anderen Gewerkschaften, Journalistenorganisationen, dass die eine klare Interessenvertretung haben gegenüber denen, mit denen sie, wenn man so möchte, geschäftlich verbunden sind. Insofern ein richtiger Weg und ich bin auch relativ sicher, dass es der Anfang ist und dass noch viel mehr kommen wird, auch wenn ich registriert habe, dass die Gegenströmungen vor allem aus dem IOC massiv sind. Die zweite weiteren Fragen? Ich glaube, dass es ein Grundübel des Sports ist, zu glauben, dass Einigkeit und Geschlossenheit richtig ist. Ich glaube, dass es viel besser ist, wenn dieses Modell, 99% haben jetzt für den Präsidenten gestimmt oder es war wieder eine einstimmige Entscheidung pro Olympia. Ich halte es für den völlig falschen Weg. Ich glaube, dass wir viel mehr Demokratisierung, viel mehr Debatte brauchen in Sportorganisationen. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn ein DOSB-Präsident nur mit 60-40 gewählt wird. Finde ich völlig richtig. Wunderbar. Ich finde es gut, wenn in Mitgliederversammlungen die Menschen ernsthaft, ehrlich über Dinge debattieren. Ein Stück weit würde ich mir wünschen, dass das, was wir im Bundestag erleben, auch wenn da das ein oder andere für die Galerie sein mag, aber ich würde mir wünschen, dass dieses im Sport viel stärker zur Geltung kommt. Und ich behaupte sogar, dass die gesamten Debatten um Olympiabewerbungen und dieses negative Empfinden der vieler Menschen dazu ganz anders wäre, wenn es ehrliche, offene, nicht nur PR-gesteuerte Debatten gäbe über die Frage, ob wir Olympische Spiele wollen oder wie wir mit anderen Entwicklungen im Sport umgehen. Ich glaube, deswegen sage ich feudal und anachronistisch, weil ich finde es einfach nicht zeitgemäß, immer zu sagen, wir stehen geschlossen hinter jemandem. Wenn ich sehe, wie die Wahl jetzt quasi zum Hörmann soll ja, also der DOSB-Präsident soll ja nun im Dezember wiedergewählt werden, wenn ich auch jetzt wieder sehe, wie im Vorfeld diese ganzen Geschichten in Hinterzimmern gekungelt werden, das finde ich nicht richtig. Ich würde mir wünschen, dass es mehrere Kandidaten gibt, die mit ihren Entwürfen, wie sie Sport machen wollen, an die Öffentlichkeit gehen, darüber gesprochen wird. Man könnte ja vielleicht sagen, naja, so wie gerade um den CDU-Vorsitz gestritten wird, würde ich mir fast wünschen, es wäre doch gar nicht so schlecht, wenn wir im Sport eine solche Debatte auch hätten. Ich glaube, es wäre nur gut. Und es würde nicht dazu führen, dass die Menschen sich vom Sport abwenden. Ich glaube, sie würden sich dem Sport zuwenden. Und nächste Frage. Wie sieht das ideale Dopingkontrollsystem aus, national wie international? Da gebe ich zu, dass es bei mir
diese Frage bekomme ich auch öfter gestellt und ich gebe ehrlich zu, dass ich darauf keine abschließende Antwort habe, weil es gibt so viele Menschen, die in irgendeiner Weise in Interessenkonflikten mit dem Sport stehen. Ja, jetzt könnte man sagen, naja, die Politik ist ja vergleichsweise unabhängig, ist sie natürlich häufig nicht, weil die Politik ist auch am Ende, weil sie Förderer des Sports ist, daran interessiert an Erfolgen. Also insofern ist es schwierig. Ich kann momentan nicht sagen, wie das am besten funktionieren soll. Ich glaube nur, was ich sagen kann, so wenig Einfluss wie möglich von Menschen, die Sport vermarkten, in die, die Sport kontrollieren. Das würde ich mir wünschen. Das heißt, ein Vorschlag, den ich vor ein paar Jahren schon gemacht habe, wäre eine Selbstverpflichtung des organisierten Sports zu sagen, ich sage mal 5% des Geldes, das ich bekomme von Sponsoren oder aus anderen Quellen, geht automatisch in eine von mir nicht kontrollierbare, in einen nicht kontrollierbaren Bereich, der sich meiner Kontrolle komplett entzieht, in dem Doping und Korruption von unabhängigen Experten geahndet werden. Aber das würde eine Selbstverpflichtung voraussetzen. Und da sind wir, glaube ich, noch weit von entfernt. Manche würden es aus der Portokasse bezahlen können, wenn ich an den Fußball denke. Das wäre aus meiner Sicht der richtige Weg, das zu machen. Aber es fängt ja schon damit an, dass ja Sponsoren häufig, die im Sport etwas zu sagen haben oder sagen haben wollen, ja nicht etwa ihr Geld in Anti-Doping-Aktivitäten geben, sondern die sich sogar zurückziehen daraus und sagen, nee, das ist nicht für das gut, was wir eigentlich im Auge haben, nämlich am Ende unser Produkt besser bewerben zu können. Da möchte ich lieber, dass ich meinen Aufsteller an jeder Kurve bei einem Biathlon-Event habe, damit es bei jedem Kameraschwenk im Bild ist. Das ist das Interesse, was Sponsoren haben. Bedauerlicherweise sind es immer nur Absichtserklärungen oder Sonntagsreden, wenn es darum geht, dass Sponsoren für einen sauberen Sport einstehen. Und weil sie das halt nicht tun, von alleine, behaupte ich, wäre der richtige Weg, dass sich Sportorganisationen, wenn sie ethisch verantwortungsvoll arbeiten, sagen, okay, wir verpflichten uns alle selber, und 5% des Geldes, was wir bekommen, ohnehin bekommen, geht in einen unabhängigen Topf zur Finanzierung von Menschen, über die wir keine Kontrolle mehr haben. Das könnte ein Weg sein. Aber ich gebe ehrlich zu, das ist jetzt auch nur ein Denkmodell, das noch nicht bis zu Ende durchgedacht worden ist, aber es könnte vielleicht in die Richtung gehen. Ich glaube, der Sport, das behaupte ich ernsthaft, braucht unabhängige Kontrolle. Die Kontrolle darf nicht von denen ausgeübt werden, die selbst den Sport regieren. Und das ist das Grundübel. Gut. Noch eine Frage oder war es das? Ja, wie gesagt, das sagte ich ja gerade, staatliche Kontrollen. Ich meine, guck mal, Eberhard, ihr seid im Sportausschuss. Auch bei euch, das darf ich glaube ich so sagen, gibt es ja den einen oder anderen, der natürlich auch verschiedene Interessen hat. Und ich finde es dann schwierig. Also ich finde, das sage ich auch, der Sportausschuss nimmt diese Aufgabe in gewisser Form richtig wahr und trotzdem gibt es divergierende Interessen. Ja, sehr divergierende Interessen und manchmal sind sie auch sehr nah an den Hörmann dran. Da bin ich auch nicht so sicher, ob das immer richtig ist. Grundsätzlich glaube ich allerdings, dass natürlich der Staat, und deswegen gibt es ja auch ein Anti-Doping-Gesetz in Deutschland, das nach massivem Widerstand unter anderem von Thomas Bach ja am Ende verabschiedet worden ist, das war ein richtiger Weg. Ob wir mit dem Ding jetzt schon am Ende sind und ob nicht vielleicht noch die ein oder andere Feinheit austariert werden muss, steht auf einem anderen Blatt. Der Weg ist der richtige. Und ich sage auch, vor 10, 15 Jahren gab es auf der Welt quasi kein Anti-Doping-Gesetz. Es gibt inzwischen einige. Es hat sich was getan im Sport. Insofern auch, was Sie vorhin sagten, es gibt Entwicklungen. Und gleichzeitig zeigen diese Entwicklungen, wie weit wir noch von einem, ich sage es mal so, ein Ideal, oder ich würde fast sagen, zu erhoffenden Normalzustand, der unserem heutigen Zeitgefühl entspricht, entfernt sind. Die nächste Frage stellt Herr Mollenhauer. Ja, Rudi Mollenhauer, Sekretariatsleiter Sportausschuss. Wir haben eindrücklich geschildert bekommen, wie die zentrale Frage für die Erforschung von Motiven, nämlich Chi Bono, zu beantworten ist. Die Interessengruppe, die du, Hajo, genannt hast, scheint übermächtig. Und ich glaube schon, dass wir im nationalen Bereich eine ganze Menge an Veränderungen erfahren haben und eine ganze Menge erreicht ist. Aber
Die Krux besteht ja meines Erachtens darin, dass die nationale Geschichte die eine ist, aber die internationale Ebene eben das eigentliche Problem des Spitzensports ist. Denn was nützt einem nationalen Athleten wie einer Silke Kassner, die neben mir sitzt, wenn sie national davon ausgehen darf, saure deutsche Meisterschaften zu fahren im Kanuslalom, oder aber im internationalen Bereich nicht mehr weiß, wie viel Chemie denn neben ihr startet. Und wenn ich dann einen Reedy höre, der sagt, die Athleten mögen doch bitte ihren Platz einnehmen in einer internationalen Debatte, der ihnen zusteht und keinen anderen, ja, wenn sie kritisch aufbegehren, dann frage ich mich schon, ob wir wirklich schon ein Stück weiter sind, international jedenfalls. Und dann habe ich noch eine persönliche Frage, wie ruhig schläft ein Hajo Seppelt vor dem Hintergrund seiner Arbeit? Und ich weiß nicht, ob es die Verfahrensvorschriften überhaupt zulassen, aber ich hätte eine Frage an Silke Kassner. Und falls ich die nicht stellen darf, würde ich auf Erweiterung der Verfahrensvorschriften plädieren. Wie siehst du Keine das? Einwände. Wie empfindest du das, was hier debattiert wird? Rudi, du meinst jetzt die Entwicklung des Internationalen. Zunächst einmal danke, Hajo, für die Ausführungen. Ich lerne auch immer wieder dazu und erfahre auch immer wieder noch mal Neues. Obwohl wir auch gerade in der Entwicklung im internationalen Anti-Doping-Management auch immer wieder spannenden Austausch hatten in der Vergangenheit und sicherlich die Medien einen sehr, sehr großen Anteil daran haben, dass die Athleten und die Athletenvertretung hier in Deutschland da angekommen sind, wo sie heute sind, nämlich dass wir tatsächlich in die Lage versetzt wurden, jetzt selbstständig tätig werden zu können, mit eigenem Budget und demnächst auch eigenem Personal. Wie wir die Gesamtentwicklung sehen, wir mussten tatsächlich erstmal verstehen, was da geschehen ist mit der Geschichte in Russland. Wir haben tatsächlich diesen ganzen Skandal von Beginn an verfolgt und ein Sportler, der morgens um 5 Uhr aufsteht und abends um 10 Uhr ins Bett geht und dazwischen noch studiert oder beruflich tätig ist, der muss erstmal kapieren, was da eigentlich passiert. Bei sich selber, in dem Regelwerk, an das er sich hält, zu halten hat. Und auch noch am Startblock, an dem er steht, national und international. Das alles zu verstehen, das ist nicht so leicht. Wir hoffen, dass wir in Zukunft als Athletenvertreter da natürlich einen Beitrag zur Aufklärung vor allen Dingen leisten können. Es sind 4 Jahre jetzt vergangen, seit wir den ersten Beitrag von der ARD zu dem Thema gehört haben. Und diese 4 Jahre haben uns natürlich erschlagen. Ich glaube, das geht jedem hier so. Aber uns Athleten hat das vor allen Dingen erschlagen, weil wir nicht spüren, dass sich tatsächlich im Wettkampf für uns etwas verändert hat. Das Dopingkontrollsystem, das müssen wir vollziehen. Es ist alternativlos, da stimme ich dir absolut zu im Augenblick. Wenn es Alternativen gibt, dann werden wir die auf jeden Fall auch sicherlich mitdenken wollen und mitgehen wollen. Was uns aber komplett fehlt an diesem internationalen Anti-Doping-Management und dem Regelwerk, neben der Situation selbstverständlich, dass es kein vernünftiges Check-and-Balance-System eben gibt, ist, dass vor allen Dingen die Athletenrechte im Mittelpunkt stehen des ganzen Systems und des Regelwerkes. Ich gebe ein ganz profanes Beispiel. Unabhängig davon, dass die Gesundheit von Athleten massiv beeinflusst und gefährdet wird, wenn wir auf das Beispiel Russland schauen, das, glaube ich, können wir aus der DDR-Geschichte selber noch hervorziehen. Aber das profane Beispiel ist, mit der Zulassung der RUSADA jetzt durch die Welt-Anti-Doping-Agentur, die ihre eigenen Kriterien nicht eingehalten hat, haben die Athleten nach dem Regelwerk der Welt-Anti-Doping-Agentur überhaupt gar kein Recht, ein Verfahren anzustreben, um diese Entscheidung der Welt-Anti-Doping-Agentur zu challengen. Also in welchem System existieren die Athleten, wo sie nach unserem deutschen Verständnis, nach dem europäischen Rechtsverständnis fundamentale Rechte aufgeben, einen massiven Eingriff in ihr Privatleben zulassen, um transparent zu zeigen, dass sie eben sauberen Wettkampf machen. In welchem System leben wir, wenn diese Athleten so viele Rechte aufgeben, aber kein Recht haben, einzugreifen, wenn Entscheidungen getroffen werden, die ihre Rechte betreffen. Und das ist einfach ein Defizit, das nach unserem Verständnis darauf hinweist, dass dieses Anti-Doping-Management weltweit einfach immer noch nicht valide ist
Und an der Stelle hätten vor allen Dingen die entscheidenden Kräfte die Möglichkeit zu justieren. Und dafür bedarf es auch keine 4 Jahre. Ich kann mich daran erinnern, also oder vorweg vielleicht nochmal die Tatsache, dass im Exekutivkomitee der Welt-Anti-Doping-Agentur eine Athletenvertreterin sitzt, und jetzt halten Sie sich bitte fest, die keine Stimme hat, sagt alles über das System der Welt-Anti-Doping-Agentur aus. Alles über das Selbstverständnis, welche Rolle Athleten im Sport zu spielen haben. Mir fällt dazu nichts ein. Eine zweite Anmerkung. In diesem Hohen Hause hier gab es mal vor 1, 2, 3 Jahren eine Anhörung und da waren auch IOC-Vertreter hier. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie nach dieser Anhörung, in der ich selber als Experte geladen war, es eine muntere Diskussion darüber gab, die sich entspannen, mal so ein bisschen inoffiziell. Ja, was ist denn eigentlich mit dem Russland-Skandal los? Und da gab es dann einen Menschen, der den schönen Satz gesagt hat, natürlich nicht, als die Mikrofone und die Kameras an waren, sondern danach, ich zitiere wörtlich, ein hochrangiger IOC-Funktionär, mit Russland können wir sowas nicht machen. Das hat alles ausgesagt über die Denkweise dieser Menschen. Alle Sportler sind gleich, nur die Russen sind gleicher. Wo kommen wir denn dahin, wenn wir vom Level Playing Field sprechen? Und das war der Offenbarungseid eines Vertreters des IOC in der Russlandfrage für mich und hat mir gezeigt, wie die Denkweisen dort sind. Das ist das eine. Ja, ich gehe so weit, den Satz zu sagen, dass das Problem 2 Leute sind im internationalen Sport. Die eine Person heißt Thomas Bach. Das ist der deutsche IOC-Präsident. Er ist der Totengräber des Anti-Doping-Kampfes. Und ich sage das auch in all dieser Deutlichkeit, weil ich glaube, dass er mit seinen Entscheidungen in den letzten Jahren dazu beigetragen hat, dass das Vertrauen in den Sport auch von breiten Teilen der Bevölkerung verloren ging. Unter anderem auch deshalb, weil er glaubt, dass die Menschen ja gar nicht verstehen, was Olympia bedeutet. Und die wissen ja gar nicht von den Benefits, die Olympische Spiele bringen würden. Bis hin zu dem bemerkenswerten Satz, sinngemäß, muss ich es jetzt vorsichtigerweise zitieren, dass die Frage zu stellen ist, ob Referenden, Plebiszite, der richtige Weg sind, um über Olympia zu entscheiden. Wenn nicht da, wo sonst? Ich verstehe völlig, ich bin ein Anhänger der repräsentativen Demokratie und das gehört in die Hände von Abgeordneten, über komplexe politische Zusammenhänge zu entscheiden. Aber bei einem nicht must-have, sondern einem nice-to-have, und Olympia ist nichts anderes als ein nice-to-have, ist es aus meiner Sicht die vornehmste Aufgabe zu sagen, ob wir Olympia wollen oder nicht, diese Party, das entscheidet bitte das Volk und bitte nicht. Das wird nicht geklüngelt in irgendwelchen Hinterzimmern oder meinetwegen in Ausschüssen, sondern das ist, wie ich finde, ein typisches Beispiel dafür, wo ich Plebiszite absolut angebracht finde. Auch da hat Herr Bach die Frage gestellt, was eine Menge über das Demokratieverständnis eines Menschen aussagt, der ansonsten ja die Bürgerrechte einmal hochhält als FDP-Mitglied, um den Satz von Kollege Mollenhauer aufzugreifen, qui bono. Ja, das finde ich immer sehr interessant. Die Entscheidung, Russland zu den Olympischen Spielen zuzulassen, 2018 in Pyeongchang, unter dem Namen Olympic Athletes from Russia, war der nächste Kotau. Denn ich würde mir fragen wollen, wenn man sagt, dass Athleten neutral an Olympischen Spielen teilnehmen, warum heißen sie denn Olympic Athletes from Russia? Warum steht das sogar drauf? Verstehe ich einfach nicht. Ja, und nochmal, es geht hier nicht um Russophobie oder um irgendwas gegen Russland, das ist Irrsinn. Es geht einfach nur darum, die Regeln einzuhalten und sich an das zu halten, was man bei anderen Leuten genauso praktiziert. Darum geht es. Wir reden hier von Staatsdoping. Das hat übrigens das IOC wunderbar gemacht, weil das brachte die WADA in eine Sandwich-Position, weil sie nicht mehr wussten, wo hin und her. Und sie außerdem mit Craig Reedy, und das ist der zweite Mensch, den es hier aus meiner Sicht massiv zu kritisieren gilt, einen hatten, der gleichzeitig lange IOC-Vizepräsident war, der immer noch IOC-Mitglied ist und der die WADA seit 2013 führt und der ja nun auch nicht
den größten Appetit hatte, in der Russlandfrage konsequent vorzugehen. Das hat er zwar immer so dargestellt öffentlich. Und in der Tat gab es Ermittler in der WADA, die wirklich einen guten und verdienstvollen Job gemacht haben. Aber wenn der Fisch vom Kopf her stinkt und es einen gibt, der das hintertreibt, und auch dazu werden wir in der nächsten Zeit was veröffentlichen, dann zeigt das, dass hier der Interessenkonflikt allgegenwärtig ist. Thomas Bach und Craig Reedy sind in erster Linie dafür verantwortlich, dass wir in dieser Situation, was Russland betrifft, in der Sackgasse stecken. Und das hören die zwar nicht gerne, und es ist auch nicht mehr so, dass das Verhältnis der Welt-Anti-Doping-Agentur zu kritischen Journalisten alles andere als störungsfrei ist, kann man, glaube ich, nicht mehr sagen. Was aber eben genau damit zu tun hat, dass hier die Interessenkonflikte so deutlich lagen und dass man immer noch glaubt, dass es wichtiger ist, den Eindruck muss man gewinnen, dem IOC zugunsten zu sein, als dem wirklichen Kampf gegen Doping. Es ist interessant, wenn man Herrn Reedy auf Pressekonferenzen fragt, warum er denn die Athleten kritisiert und nicht Herrn Bach und darauf keine Antwort bekommt oder kaum eine Antwort bekommt. Das sagt eine Menge aus über die Glaubwürdigkeit des Anti-Doping-Kampfes international. Und in der Tat ist es richtig, es nützt, das muss man auch ehrlich sagen, nichts, wenn ein paar, ich sag's mal salopp, Versprengte daherkommen, die zwar Einfluss haben und auch eine laute Stimme, wenn es aber massive Kräfte gibt, die genau das, was Leute jetzt fordern, verhindern wollen. Und dazu zählt Thomas Bach. Jetzt haben wir noch eine Frage hier drüben auf der Seite. Guten Tag, Uwe Jentsch ist mein Name. Ich arbeite als Referent im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Und ich möchte an zwei Aussagen von Ihnen anknüpfen. Die erste haben Sie in Ihren einführenden Bemerkungen gemacht, dass Sport ein Kulturgut ist. Ich denke, es liegt in der Natur des Menschen, schneller, höher, weiter. Und sicher kann man jetzt sagen, es werden Sie wahrscheinlich auch, Doping ist das, wenn eine Substanz eingenommen wird, die verboten ist, oder ein Prozess, der verboten ist. Ich würde das jetzt mal versuchen, von hinten aufzuzäumen. Wie würden Sie denn Doping definieren, wenn man davon ausgeht, dass die Wissenschaft immer weiter voranschreitet, neue Substanzen gefunden werden, die den Menschen verbessern im weitesten Sinne des Wortes? Also wie würden Sie den Begriff Doping für heute und für die Zukunft definieren? Und die zweite Frage, Sie sagten gerade Referenden und Olympia. Mich würde interessieren, sehen Sie einen Zusammenhang zwischen der Tatsache, dass es in Deutschland immer größere Widerstände gibt, große Sportveranstaltungen durchzuführen, beziehungsweise gestern habe ich einen Beitrag gesehen, da ging es um nordische Kombination, dass viele Verbände massiv darüber klagen, dass sie keinen Nachwuchs haben. Sehen Sie zwischen diesen beiden Phänomenen Doping, Sportveranstaltung und Nachwuchs für Sportverbände einen Zusammenhang? Zweite Frage eindeutig ja. Das Bild des Spitzensports ist negativ geprägt. Insofern kann ich verstehen, wenn Eltern sagen, dass sie ihr Kind nicht in Hochleistungssport schicken wollen, weil viele Fragen ungeklärt sind. Und ich kann es genauso verstehen, wenn Kommunen oder mehr als nur Kommunen, Regierungen, weiß auch immer, sagen, sie wollen Olympia nicht, weil viel zu viele Fragezeichen dahinter stehen und am Ende die Kommune die Zeche zahlen muss für ein, ich betone, 16 Tage währendes Sportevent und dann nochmal 10 Tage Paralympics. Da kann man immer die Frage stellen, ob dafür Milliarden ausgegeben werden müssen oder auch nicht. Ich finde, diese Frage muss legitim sein, wenn man allein an die Sicherheitskosten denkt, die Olympische Spiele miteinander inzwischen ausmachen. Die erste Frage, was Doping betrifft. Ich finde, man kann nicht den Dopingbegriff der Zukunft mit dem Dopingbegriff der Gegenwart eins zu eins setzen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Was in der Zukunft passiert, wenn wir an Gendoping denken, wenn wir an die Möglichkeit denken, dass der Körper sich selbst dopt, indem Automatismen im Körper vorhanden sind, die in die Lage versetzen, selbst quasi einen Vorteil zu produzieren. Deswegen würde ich das erstmal außen vor lassen. Was Doping heute angeht, unterscheide ich immer zwischen Medikamentenmissbrauch und Doping. Was ein Mensch in einem Fitnessstudio macht, um schöner auszusehen oder mehr Muskeln zu haben, ist für mich erstmal kein Doping, sondern einfach nur Medikamentenmissbrauch. Auch ein Riesenthema. Ich will das nicht runterreden. Aber etwas anderes. Doping im Sport ist klar definiert. Es gibt drei Kriterien, die für einen Dopingverstoß sprechen. Das ist Art 1,
Die Einnahme einer verbotenen Substanz zum Zwecke der Leistungssteigerung, A2, mögliche Gesundheitsschäden und A3, ein etwas weicher Faktor, dass damit gegen den Geist oder den Ethos des Sports verstoßen wird. Ich finde, dass das völlig richtig ist. Das Dopingverbot ist absolut alternativlos. Wenn man jetzt sagt, naja, da gibt es ja so viel Heuchelei im Spitzensport, was soll das eigentlich alles, der soll man es doch mal freigeben. Die Debatte wird ja auch geführt. Dann finde ich, sind das ehrlicherweise Sonntagsreden und das sind Leute, die in irgendwelchen Salonzirkeln sitzen und die weit weg vom Sport sind und nicht wissen, was das bedeutet. Denn wenn, erstmal oder vorweg gesagt, ich würde es mal so sagen, das Dopingverbot im Sport ist gleichzusetzen mit der Straßenverkehrsordnung. Niemand zwingt sie, auf ihrem Privatparkplatz oder auf ihrer privaten Rennstrecke 50 zu fahren, sie können machen, was sie wollen. Sie können in ihrem eigenen Bereich tun und lassen, was sie wollen, und das ist auch gut so. Das ist alles in Ordnung. Ja, sie haben auch das Recht zur Selbstschädigung, auch ein ganz wichtiges Gut. Sie können machen, was sie wollen. Ja, und wenn sie sich zu Tode spritzen, ist es ihre Sache. Ja. Wenn sie sich im sportlichen Wettbewerb befinden, dann sind sie wie in der Straßenverkehrsordnung in einem System unterwegs, das sich Regeln auferlegt. Ohne Regeln funktioniert Sport nicht. Jetzt kann man sagen, die Menschen sind sowieso alle unterschiedlich, haben andere genetische, biomechanische Voraussetzungen, ist sowieso alles nicht fair. Der Basketballer, der 2,10 Meter ist, hat natürlich einen Vorteil gegenüber dem, der 1,70 Meter ist, wenn er unterm Korb ist, ist doch klar. Davon müssen wir ausgehen, dass so ist Leben. Aber im Sportsystem versuchen wir so weit wie möglich eine gewisse Art von Chancengleichheit zu erhalten und dafür gibt es ein Regelwerk. Und zu diesem Regelwerk gehört auch zu, dass ich mir keinen Vorteil erschleiche. Ob ich nun ein Dopingmittel nehme oder ob ich sage, der eine braucht nur 97 Meter laufen, der andere läuft 100 Meter, um jetzt mal eine Analogie zu schaffen, da wird es sehr deutlich. Solange Sie in einem Wettbewerb sind, finde ich, müssen Sie sich Regeln unterwerfen. Und jetzt kommt, wenn ich das noch sagen darf, das ist wichtig, noch Folgendes hinzu. Würde man sagen, lassen wir das doch mal sein, mit dem Dopingverbot bringt ja sowieso alles nichts, die dopen ja sowieso alle, würde neben der Tatsache, dass man dieses Regelwerk völlig abschafft und damit eine Anarchie im Sport, im Wettbewerb schaffen würde, würde man noch Folgendes bewirken. Das ist ja auch eine Sache, die manche Leute, glaube ich, gar nicht bedenken. Wer sagt, dass ja ohnehin jetzt überall Dopingmittel im Umlauf sind, der irrt in gewisser Form. Weil es sind keine Dopingmittel, es sind Medikamente, in 90-95% der Fälle oder sogar noch mehr, die nur missbräuchlich im Sport benutzt werden. Es sind aber keine eigens für Dopingzwecke hergestellte Substanzen, in aller Regel jedenfalls. Wenn Sie Doping freigeben würden, dann würde Folgendes passieren, dass eine Dopingindustrie entstehen würde, die in besonders reichen Ländern übrigens mit entsprechenden Mitteln ausgestattet, Substanzen herstellen kann, nur zum Zwecke der Leistungssteigerung, ohne medizinische Prüfung, ohne alles. Würde alles passieren. Kein Mensch wüsste, welche Nebenwirkungen es hätte. Es wäre quasi so wie in der Formel 1, wo am Ende es ja mehr um den Motor geht als um den Fahrer. Und was da für Missbrauch betrieben werden könnte und würde, das möchte ich gar nicht ausmalen mehr. Dazu kommt halt noch, dass natürlich von Chancengleichheit überhaupt keine Rede sein könnte, weil reiche Nationen natürlich viel mehr Möglichkeiten hätten, Dopingmittel zu kreieren als alle anderen. Es würde überhaupt nichts, es würde es noch viel schlimmer machen. Und dazu kommt noch, erzählen Sie mir, wie man dann einem Menschen, der 17 Jahre und 364 Tage ist, sagen kann, du darfst aber nicht dopen. Aber du, der du 18 bist, du kannst machen, was du willst. Du kannst das Zeug reinziehen, was du willst. Was heißt das für Kinder- und Jugendsport? Es wäre der Tod des Kulturguts Sport. Insofern ist es völlig alternativlos aus meiner Sicht, dass es ein Dopingverbot im Sport geben muss. Und die Leute, die darüber reden und sagen, diese ganze Heuchelei, die kann man ja nicht mehr ertragen, lass doch die Leute machen, was sie wollen, die haben, glaube ich, die Konsequenzen, die sich daraus ergeben würden, nicht verstanden.
Herr Seppelt, ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, meine Damen und Herren, also ich fühle mich jetzt umfassend über Doping informiert aus einer bestimmten Perspektive. Das haben Sie ja selber auch eingeräumt. Dass Sie und Thomas Bach und Craig Reedy nicht mehr die besten Freunde werden, das wussten wir wahrscheinlich auch schon vor dieser Veranstaltung. Laden Sie doch einfach mal ein. Vielleicht kommt er ja. Laden Sie doch einfach mal ein. Da habe ich drüber nachgedacht. Aber für heute sind wir dankbar, dass wir Sie bekommen haben, Herr Seppelt. Herr Seppelt ist aus der Arbeit direkt hier hingekommen, wird wahrscheinlich, wie ich Sie kenne, wieder zur Arbeit fahren. Verrate ich nicht. Na gut, das finde ich auch wieder gut. Und ich wollte noch einen Tipp geben, weil Herr Ginger hatte ja gefragt, ob Ihre Handys gehackt werden und was da alles passiert mit Fakes, die bei Ihnen gemacht werden. Schauen Sie sich, meine Damen und Herren, doch mal den Twitter-Account von Herrn Seppelt an. Was da an Kommentaren, an Postings zu seinen Stellungnahmen sind, an Bedrohungen, Beschimpfungen, Insinuierungen, wer immer dahinter steckt, das ist eine sehr lesenswerte Lektüre. Ich möchte am Ende, dass es nicht vergessen wird, allen danken, die zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben. Ihnen, Herrn Seppelt, ich glaube, das ist noch mal einen Applaus wert für Herrn Seppelt. Dass er gekommen ist. Ich möchte mich auch bei allen Fragestellern bedanken und bei allen, die so interessiert zugehört haben und so viel mitgeschrieben haben, wie ich sah. Und was nicht vergessen werden soll, allen, die vor und hinter den Kulissen dazu beigetragen haben, dass dieses W-Forum stattfinden konnte, denen gilt auch ein herzliches Dankeschön. Und jetzt habe ich noch eine letzte Aufgabe. Ich schließe die Veranstaltung und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Danke.